So, trink noch. Bis gleich. Okay, da bin ich. Einen guten Tag. Einen guten Tag. Ich teile das Bild. So. Hallo. Thürerwal. Hallo. Onata. Du bist bestimmt wieder da. Hallo, Freaky P. Wie immer dabei, still und stumm. Und hallo Arak oder Arni. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ihr habt einen schönen Samstag bisher. Tatsächlich ist bei uns das Wetter gerade wieder besser geworden. Also die Sonne kommt raus. Aber es ist sehr windig. Heute Morgen hat es geregnet erstmal. Aber es ist ja auch schön, dass es wieder regnet. Man muss sich ja über jeden Regen freuen. Und das habe ich tatsächlich diesen Sommer sehr getan. Dein Herzblatt meint, ich sollte mich um die Schatzjagd kümmern. Da hat sie recht. Da hat sie recht. Aber geht langsam wieder besser. Ich wünsche dir noch eine gute Besserung. Erinnere mich mal bitte später, dass ich auch bei den, na, Banditen mit reingehe. Also ich habe einen Wecker, in einer halben Stunde klingelt der ungefähr, in 20 Minuten. Da muss ich ein paar Sachen machen in Rise of Cultures. Ich könnte auch einen Kampf machen und dann in der Schatzjagd weiterkommen. Aber ich muss erstmal meine Armeen wiederherstellen. Die sind jetzt leider noch kaputt. Aber in 20 Minuten sind die wieder okay. Also ich habe auch gerade, bevor ich angefangen habe zu streamen, erst das erste Mal in Rise of Cultures heute reingeguckt. Und ich hab. Wir machen wieder viel Vorgeplänkel. Ich habe auch mir das Video von Chris Schuh angeguckt. Zu Forge of Empires. Oder zu seinem Forge of Empires Ende. Und seinem Kanalende sozusagen. Er hat ja da schon einen neuen Kanal angelegt. Den hat er auch unten drunter verlinkt. Wahrscheinlich hat er ihn erst später ergänzt. Folgen ihm noch nicht so viele. Ja, ich würde den Chris aber ungern aus den Augen verlieren, deswegen bin ich ihm direkt mal gefolgt. Genau, auf dem neuen Kanal und warte dann der Dinge, die da kommen. Mal gucken, was er über Schule zu erzählen hat und über Philosophie und sowas. Das interessiert mich ja auch. Also Schule, ja, tatsächlich jetzt auch. Ich bin ja Elternsprecher jetzt. Und auch in der Lehrerkonferenz, jetzt wo meine Tochter in die Schule gekommen ist. Genau. Danke dir, Anni. Danke dir. Du bist auch allein, Onata. Zum Klassentreffen ist dein Mann. Ja, na, also ganz allein bist du ja nicht. Aber deine Eltern, Kinder sind ja schon älter. Genau. Ich hatte vorhin schon im Teststream kurz gesagt, ich habe bis 4 Zeit. Das stimmt natürlich nicht ganz. Ich muss ja noch hinlaufen. Wir treffen uns zum Essen im Chikeng in Potsdam.
Kann ich nur empfehlen, falls ihr jemals in Potsdam seid und asiatisches Essen nicht vollkommen furchtbar findet, das ist das beste asiatische Essen, was ich bisher gegessen habe. Und ich esse es immer wieder gerne. Genau. Genau, und dann machen wir dann Kinderübergabe und dann bin ich wieder den Rest des Abends mit der Kleinen beschäftigt. Vielleicht komme ich am Abend nochmal online, aber vielleicht bin ich dann auch zu platt. Mal gucken. Eigentlich wollte ich ja auch schon länger noch einen anderen Stream machen, der dann mehr in die Richtung geht von Chris Schuh. Oder seinem neuen Stream, den er oder sein neuen Videokanal natürlich, den er plant. Weil ich ja auch so eine Art Wirtschaftskonzept entwickle, gerade mehr oder weniger in meinem Kopf. Und ich würde es einfach gerne mal runterschreiben und so ein bisschen Realitätsabgleich machen. Natürlich ist es alles sehr utopisch. Aber man muss ja philosophieren und noch Ideen haben, würde ich sagen. Ja, und das wollte ich einfach so on stream machen. Und vielleicht hat ja jemand Lust, da reinzuschauen und das zu begleiten. Aber ich bin ja noch nicht so ganz sicher, wie ich das machen will. Soll. Ich bräuchte eigentlich erstmal irgendwie einen Blog oder irgendwas. Ich habe zwar einen Blog, aber irgendwie eine neue Domainname wäre, glaube ich, ganz gut dafür. Naja. Eine Sachsentour. Ja, genau, die Alex ist auch, die ist nicht in Sachsen, die ist an der Ostsee. Die ist mit Kolleginnen unterwegs und macht sich ein schönes, entspanntes Wochenende. Und ich bin allein zu Hause und nachher dann mit der Kleinen. So, dann starte ich mal. Der Ton kommt durch. Gut, also der Spielton meine ich. Ich habe auch ein bisschen was gemacht. Und zwar habe ich ja, Dinge eingesammelt. Das sieht man daran, wenn man hier auf die Gegenstandsliste klickt oder auf die Dinge, die hier irgendwo rumliegen. Und an der Raketenbasis habe ich alles eingesammelt und auf dem Kampfsektor, das war glaube ich der hier, genau, der neben der Raketenbasis, da habe ich auch alles eingesammelt. Die Söldner, die hier oben angekommen sind, die ich mit dem Equipment der Raketenbasis dort hochgeschickt habe, da habe ich auch bereits alles wieder abgelegt, wenn ich nichts vergessen habe. Chris konnte irgendwann nicht mehr weitergehen, der war so müde. Und das andere Team ist jetzt hier bei Estiny und die habe ich auch erstmal ins Bett geschickt, weil die auch so müde waren. Und die haben die Sachen dabei, die hier eingesammelt wurden. Genau. Verteilung hatte ich ja schon, also die Verteilung der Gegenstände, die ich weiter nutzen wollte, das hatte ich ja schon im letzten Stream gemacht, am Ende des Streams. Und das war ja quasi noch auf Video. Also, falls ihr das euch angeguckt habt, dann seid ihr da auch im Bild. Wobei Verteilung ist ja immer nicht so super interessant. Ansonsten hatte ich jetzt vor, ja, erstmal den nächsten Tag anbrechen zu lassen, dann die Händler zu besuchen. Jetzt kann ich sie auch wieder alle besuchen, da ich auch ein Team in Estiny habe. Und dann wollte ich, also habe ich überlegt, gehe ich zuerst nach Tixa, gehe ich zuerst nach Alma,
Als nächstes, vielleicht kommt auch hier noch ein Kampf zustande. Wurden mir bisher noch nicht angezeigt. Ah, das liegt daran, dass die mobile Miliz hier runtergelaufen ist. Genau, also vielleicht haben wir hier auch noch mal einen Kampf, bevor wir irgendwo weitergehen. Ich habe mich aber eher für Alma entschieden. Tixa ist ja das Gefängnis. Da hatte ich ja Informationen zu bekommen. Ich glaube, in Grum hat jemand über Tixa erzählt. Und ich weiß, dass es in Alma noch mehr Informationen über Tixa gibt. Und deswegen ist es, glaube ich, storytechnisch sinnvoller, erst nach Alma zu gehen. Genau. Außerdem liegen hier Sachen rum, die aus einem Kampf zwischen mobiler Miliz und Truppen von Dade Runner dort gedroppt wurden, und die würde ich gerne betrachten. Auch wenn ich sie noch nicht gerne direkt aufsammeln würde, sondern erstmal nur gucken, ob da was dabei ist, um mein Team noch zu verbessern, bevor sie dann in Alma ankommen. Genau, so, das ist so der grobe Plan für heute. Frische Hasen. Hasen zum Essen? Also Hasen aus Hase oder Hasen aus Schokolade? Passt ja nicht so richtig, ist ja noch kein Ostern. Ich esse ja nicht viel Tier. Früher habe ich mal gar keins gegessen. Über ein paar Jahre. So richtige Hasen, er züchtet sie. Okay. Und jetzt kam ein bisschen wieder dazu, aber ganz selten. Genau. So ganz so konsequent wie Freakman bin ich da nicht. Eigentlich. Also aus meiner Perspektive, ich esse ja kein Tier wegen der Landes- und Ressourcenverschwendung, weil man kann ja auf der Fläche, wo man Nahrungsmittel für Tiere anbaut, auch einfach Nahrungsmittel für Menschen anbauen. Und da geht so viel Wasser drauf für nix. Also Hasen sind da, glaube ich, relativ sparsam, aber so, gerade sowas wie Rind ist da richtig übel. Und da muss so viel Aufwand betrieben werden für eine adäquate Kalorienzufuhr, die auch auf anderem Wege möglich ist. Und klimamäßig ist es auch nicht geil. Genau. Genau, das waren so meine Gründe, warum ich mal Vegetarier geworden bin, beziehungsweise jetzt fast Vegetarier bin. Genau, aber mein Problem ist, ich esse immer gerne Käse, oder ich esse sehr gerne Käse. Und das kann ich irgendwie nicht so richtig verbannen aus meinem Alltag. Und da gibt es kein adäquates, kein gutes Alternativprodukt. Bei Fleisch gibt es ja richtig viele gute Sachen. Okay. Ja. So, also Zeit vergehen lassen noch ein bisschen. Schicke vielleicht die hier auch alle nochmal ins Bett, dass die so alle auf einem Level ungefähr sind, weil die müssen ja dann nochmal durch die Pampa zurück. Weil eigentlich wäre das für alle gut. Wachen natürlich alle auf. Bis 7.
sieht man noch mal diejenigen, die jetzt vielleicht wieder können, aber es scheint niemand zu sein. Niemand, niemand. Okay, warte noch mal eine Stunde. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Sind die auch alle fertig? Okay, stimmt nicht. Ich habe gelogen. Ich habe doch nicht alles abgelegt. Nicht wirklich gelogen, sondern eher vergessen. Denn ich hatte ja noch ein paar Gegenstände, die ich reparieren wollte. Und jetzt habe ich sie repariert, bevor ich sie ablege. Die Frage ist, welche Gegenstände waren das? Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Und dadurch, dass es immer mehr Söldner werden, hier zum Beispiel diese Helme, auf jeden Fall, wird es halt auch immer unübersichtlicher. Aber so ist das eben. So ist das eben. Man hat braucht immer mehr Zeit, um das Ganze zu verwalten bei Jagged Alliance. Vielleicht ist es auch ein Grund, warum ich immer aufgehört habe irgendwann. Und nie wirklich zu Ende gespielt habe. Weil dieses Inventarmanagement einfach irgendwann so überwältigend wird, dass man das nur noch schwer handeln kann. Und das ist halt der Teil, der auch Spaß macht. Also ich will es gar nicht, ich will gar nicht sagen, dass es keinen Spaß macht. Das macht auch Spaß. Aber irgendwann reicht es halt auch, ja. Also irgendwann ist es zu viel. Und ich glaube, das könnte die Ursache sein, dass ich bisher nie zu Ende gespielt habe. Waren es nur die Helme? War bestimmt noch mehr, was ich jetzt übersehe. Ja gut, ist aber nicht so schlimm. Also wenn ich jetzt noch ein bisschen was mit mir rumtrage, was sie eigentlich nicht haben sollten, ist ja nicht so wild. Okay, geht mal nochmal schlafen, wenn ihr jetzt könnt. Um 9 wechseln die das Inventar der Läden. Müsste um 9 sein. Ich die mal alle in ein Team und dann sollen sie ins Team. Habe ich gesagt. Und dann sollen sie gemeinsam. Na, warum geht's jetzt nicht? Daneben klicken hilft nicht. Irgendwas üben. Und was? Natürlich Kraft. Okay. Gut, eine Stunde noch warten. Stopp. So. Und das ist jetzt auch wieder fast ausgeschlafen. Das ist schön. Ja, dann schicke ich einfach mal irgendwen, der vielleicht schon ein paar Sachen trägt, die ich verkaufen möchte. Das ist nicht Biff. Ja, vielleicht. Vielleicht Flo. Die Frage ist, was will ich denn überhaupt verkaufen? Ich sollte das vielleicht auch nochmal durchgehen. Denn die meisten der Dinge, die ich jetzt aufgesammelt habe, will ich nicht hier verkaufen. Also Flo hat ja zum Beispiel auch den Granatwerfer hier. Den brauche ich nicht. Den würde ich verkaufen, aber nicht hier. Die Westen
sind noch nicht heile. Die Hosen, weiß ich nicht, die kann ich vielleicht verkaufen, da bin ich mir nicht sicher, ob der die kauft. Diese Munition, ach nee, das ist ja seine Munition. Verkaufen wir nicht. Ich jetzt auch nicht auf den ersten Blick. Ah, hier, diese Munition, das Pornomagazin. Genau, das kann verkauft werden. Das müsste der eigentlich auch kaufen. Dann war es das schon, glaube ich. Ja, es kann natürlich wieder Munition sein, die ich jetzt noch übersehen habe, die irgendwo in einem kleinen Slot liegt. Die ich vielleicht noch verkaufen könnte. Da haben wir welche. Davon habe ich so viel, kann ich auch mal ein bisschen was verkaufen. Ja, das hat mich jetzt daran erinnert, nochmal nachzugucken an den Stellen. Und tatsächlich finden wir da noch Dinge, die verkauft werden könnten. Ja, okay, aber das ist es. Gut, also Flo. Kommst du mal rüber? Mal wieder mit Skipper Mandy? reden vielleicht? Ach, Skipper hat, glaube ich, von dem Gefängnis erzählt auch, oder? Ich glaube, Skipper hat auch von dem erzählt, von Tixa. Glückwunsch, Flo. Da bist du ja wieder. Ja. Ist eigentlich nichts anderes als Angeln. Du weißt nie, was du auf einer Müllkippe so alles findest. An manchen Tagen findest du nichts, an manchen ziehst du das Große los. Große Los. Ich werde auch nicht jünger. Schade eigentlich. So, Jake natürlich, ja. Ich habe schon wieder vergessen, wie der hieß. Zurück, um Jake wiederzusehen, hä? Ja, genau. Kaufst du Sieh das? dich um. Lass mich wissen, wenn dir irgendwas gefällt. In Ordnung. Sehr Lass schön. mich mal schauen. Ja, das kann ich umsetzen. Gib dir einen guten Preis. Ja, das kann ich umsetzen. Gib dir einen guten Preis. Jake hat sehr viele Pistolen im Angebot. Und es ist ja tatsächlich so, dass mir noch ein paar Pistolen fehlen. Das ist eine Sammlung. Was? Ja. Unter den Söldnern. 9 mm. Schätze, du willst den Kram verkaufen. Habe ich recht? Ich glaube, die Beretta wäre, glaube ich, ganz gut. Genauigkeit 14, Schaden 25, 1 AP. Wenn wir mal so eine SIG dagegen halten. Jetzt Genauigkeit 12 hatte die, ne? Oder? 14. Schaden 25, 1 AP kostet das auch. Ja, ich glaube, so eine Beretta würde ich mal kaufen. Die Du hat er. denkst wohl, wir machen hier irgendwelche Tauschgeschäfte, Ja, dachte ich eigentlich schon. Genau. 9 mm Munition habe ich auch. Sollte ich auch zur Genüge finden und so. So, dann kaufen wir wieder die Traumaplatten.
ist nicht genug für einen fairen Tausch, wenn du weißt, was ich meine. Kaufen auch den Reparaturkasten und Wodka. Ist nicht genug für einen fairen Tausch, wenn du weißt, was ich meine. Okay. So, jetzt sind die 20 Minuten um. Meine Uhr klingelt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier die... Ich müsste auf jeden Fall noch Tücher haben, ob ich hier die dabei habe. Ob Dimitri dabei ist im Team. Ja, das ist erstmal gut. Ey, du hast... Ja, das soll alles auf die Erde. Und... Nee, das soll alles auf die Erde. Ach, die Gürteltasche, die wollte ich auch noch verkaufen. Wir machen mal so und ich versuche mal das aufzuheben, was ich noch verkaufen will. Ach, sie hat ja auch so viel Munition davon, dann kann ich einfach die verkaufen. Genau das ist es, ja. Okay, Jake. Sieh dich um. In Ordnung. Lass mich mal schauen. Ja, das kann ich umsetzen. Gib dir einen guten Preis. Und dieser und die Gürteltasche. Der Deal ist komplett. Brauchst du sonst noch was? Nee, super. Ich habe sogar ein bisschen Plus gemacht beim Handeln mit Jake. Das reicht. Dankeschön. In Ordnung. Dankeschön, Jake. So, okay. Den Rest will ich mitnehmen. Da hätten wir Traumaplatten. Mal gucken. Oh, Carlos. Und die Schienbeinschützer. Erstmal im Hauptteam. Da sind schon alle versorgt. Vince wird eher mit in den Kampf gehen. Natürlich nicht so richtig viel oder richtig involviert im Kampf, aber als einer derjenigen, die dann medizinisch unterstützen. Außerdem ist er ja recht clever. Vielleicht kann ich mit ihm... Ah, danke dir, Arak. Danke dir. Vielleicht mache ich das erstmal gleich. Kann ich mit ihm dann auch schießen lernen irgendwann, ne? Also vielleicht, wenn beim Üben, vielleicht sollte ich so einfach immer mal Schießtraining machen bei ihm. Oder wenn ich nochmal irgendwo rumstehe. Ja, ist halt immer so eine Sache. Das macht man halt ungern. Ach. Habe ich das vergessen, hier zu verkaufen. Das Magazin. Ist Dimitri jetzt dabei? Dimitri ist nicht dabei. Naja gut, ist aber auch nicht so schlimm. Genau, so. Dann schaue ich mal eben rein. Bei Rise of Cultures. Und da ist ein Platz frei. Dankeschön. Dann sind wir da mal 20 Minuten drin. Ist ja nur Stufe 1. Danach in die Produktion. Und ansonsten wollte ich ein legendäres Gebäude fertigstellen, das ich jetzt ausgebaut habe. Da fordere ich gleich mal wieder Hilfe an. Genau, und ein weiteres wollte ich ernten und dann auch wieder ausbauen.
Das ist auch eine Stunde. Zack. Ist auch eingeplant jetzt übers Handy. Und dann mache ich mal einen Kampf, weil ich ja in der Schatzjagd vorankommen soll. Ne, Ani? So, da muss ich aber wieder meine legendären Gebäude aufstellen. Die Forgepunkt-Produzierenden oder Forgepunkt-Produktionsstärkenden. So, und den auch noch. Genau. Okay. Und das ist jetzt der letzte auf Stufe 2, der letzte Kampf. Ich habe mich gestern gewundert. Oh, ich bin ja schon so weit in der Schatzjagd. Dachte ich mir so, cool, da muss ich ja gar nicht mehr viel machen am Wochenende. Und dann stelle ich fest, oh nee, ich bin ja erst auf Stufe 2 und noch gar nicht auf Stufe 3. Ja. Denkst du, zu früh gefreut? Oh, der läuft aber schlecht, der Kampf. Muss ich nochmal abbrechen. Das war jetzt ein bisschen zu hektisch, weil ich nicht allzu lange brauchen will. Aber dafür brauche ich jetzt länger, weil ich mir nicht genug Mühe gegeben habe. Ich kann ja Flo hier nochmal. Nee. Nee, das wollte ich nicht. Bis sich das Spiel geöffnet hat. So, jetzt. Ich glaube, jetzt läuft es besser. Ja, es ist der letzte Kampf. Also, falls ihr auch Rise of Cultures spielt, der letzte Kampf auf Stufe 2 mit diesem starken Endboss. Und den muss man so lang wie möglich von seinen Truppen fernhalten. Und dann, damit man genügend Truppen in die zweite Welle mitnehmen kann. Für diejenigen, die Forge of Empires erfahren sind, die können damit auch was anfangen. So, okay. Jetzt ist es soweit. Oh, moin. Gaming, du mal wieder hier bei uns. Bin gerade, ich, wir haben uns schon so lange nicht mehr gesprochen über den FOE Olymp, dass ich vergessen, deinen Vornamen vergessen habe. Aber ich jetzt sag jetzt Gaming, vielleicht soll ich den Vornamen auch nicht sagen. Oh, das ist natürlich nett von deiner Frau, deiner Freundin. Ich dachte, sie spielt auch richtig und spielt vielleicht sogar bei uns. Und ich weiß das vielleicht nicht. Kann ja auch sein. Kann ja durchaus sein. Vielleicht hat sie ja Lust gewonnen, aber wir haben ja eigentlich haben eh keinen Platz mehr in der Allianz. Also hoffentlich hat sie keine Lust gewonnen. Für die Zweier oder die Dreier. Alles tot um FOE. Naja, von Josie und Pi kommt jetzt wieder regelmäßiger was. Tatsächlich haben die ja auch länger nicht gestreamt. Aber in letzter Zeit ist ja sehr viel wieder von ihnen gemacht worden. Also insbesondere von Pi. Und ich habe jetzt auch, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, aber ich glaube, aus der Runde hier haben es alle mitbekommen. Auch wieder ein Video gemacht zu Forge of Empires und mir das neue Kartenspiel da angeguckt, das neue, vom Halloween-Event. Und ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr cooles Spiel.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, so viel Spaß gemacht, dass ich gerne noch mal ein paar Runden Karten spielen würde. Das Problem ist nur, dass ich keine Eventwährung mehr habe und ich muss jetzt erstmal warten, dass die neue Schatzjagd startet, damit ich in, jetzt wo ich in der Gilde von Freakman bin, da ein paar Schatzjagdbegegnungen machen kann. Und dann, ich drehe das hier mal ein bisschen runter, geht es? Geht nicht. Schon am meisten abgesenkt. Ja, genau, um da überhaupt weiterzukommen in der Questline und mehr Eventwährung zu bekommen. Genau, dann würde ich da gerne noch ein paar Kartenspiele machen bei dem neuen Event. Auch wenn ich mir die Gebäude da nicht näher angucke oder irgendwas. Es lohnt sich ja nicht, weil ich ja nicht wieder anfange, regelmäßig zu spielen. Weil im Großen und Ganzen ist mir schon die Lust verloren gegangen an Forge of Empires. Und sie ist bisher auch nicht zurückgekommen. Aber das Eventspiel ist sehr cool. Und das macht einfach viel Spaß und ist halt mal was Neues. Und boah. Ja, dann Gaming, dann kannst du dich schon mal freuen auf das Halloween-Event, glaube ich. Wenn du jetzt wieder spielst. Also ich finde es sehr, sehr cool, das Halloween-Event-Spiel. Und ja. Ansonsten gibt es Eventgebäude wie Sand am Meer und ist halt auch so ein bisschen das, was Chris beschrieben hat in seinem Video. Also mich betrifft es halt genauso wie ihn. Ich habe auch gerne irgendwie rausgefunden, wie man seine Stadt effizient aufbaut und daran getüftelt, aber ja, das ist jetzt halt so inflationär, immer bessere Gebäude und so. Das hat mir so ein bisschen die Lust genommen. Und so. Und dass man so viel Zeit aufwenden muss. Aber das hatte ich auch schon öfter gesagt, dass das mein Problem ist. Und deswegen spiele ich ja jetzt auch mehr Rise of Cultures. Weil Rise of Cultures ist so ein bisschen wie Forge of Empires früher. Genau. Weil man. Aber ich fürchte, das wird den gleichen Weg nehmen wie Forge of Empires. Oh. Genau, ich mache gerade noch die Verhandlung. Glück gehabt. Und dann bin ich ja schon wieder viel weiter in der Schatzjagd. Und dann meckert der Arag nicht. Irgendwie zuckt mein Auge. Ist nicht normal. Genau, also ja. Okay. Eine Verhandlung kann ich noch machen. Dann sind mir die Versuche ausgegangen. So, geschafft. So, jetzt muss ich eh warten, bis ich wieder Versuche habe und so. Und dann habe ich jetzt Zeit zum Jagged Alliance spielen. Mehr Zeit zum Jagged Alliance spielen. Jetzt nur noch die anderen Gebäude wieder aufstellen, die Forge-Punkte produzieren. Nee, natürlich nicht Forge-Punkte, sondern Forschungspunkte.
Fertig. Okay. Habe ich jetzt schon mit Flo das Magazin verkauft? Das Pornoheftchen habe ich noch nicht. Deswegen mache ich das jetzt. Also, Flo. Da hast du. Sieht in Ordnung. Ja, der Deal ist komplett. Brauchst du sonst noch was? In Nein. Ordnung. Nein, ich muss nur noch die Gegenstände verteilen, die ich jetzt hier noch aufgehoben habe. Ja, den hätte ich noch verkaufen können. Naja, gut. So, dann muss ich mal gucken, wer hat denn hier was, beziehungsweise was noch nicht an Pistolen. Tatsächlich sind die hier alle schon okay ausgestattet, außer Miguel. Der hat diese nur. Ist aber auch nicht so schlimm. Box kann das einfach mittragen. Gut, dann werde ich mal den Trupp aktivieren. Ja, sogar zwei Trupps. Biff und Lou in ein Team. Box und Grizzly in ein Team. Und die anderen stecke ich ins andere Team. Ira kann eigentlich auch ins Dreier-Team. So, habe ich alle? Alle gelben? Sollte so sein. Claro. So, dann gehen wir einen Sektor nach oben, Ich bin beziehungsweise dabei. der kürzeste Weg ist sowieso hier oben lang über die Straße. Die Straße ist immer ein wenig zeitsparender, als wenn man mitten durch die Pampa geht. Genau. Aber hier liegen ja noch Gegenstände rum, die würde ich noch einsammeln wollen. Was ist das überhaupt? Ach, es gibt noch Hoffnung für mich. Ich bin angekommen. Was soll ich tun? Genau, du sollst hier alles mitnehmen. Bitte. Bei ein paar Granitchen. So. Und dann geht's weiter. Verstanden. Und das Team ist jetzt noch nicht angekommen. Aber der Weg soll auch dorthin führen. Und Chris, du kannst jetzt auch schon mal darüber gehen. Gut. Bin gut angekommen. Das ging schnell. Ich bin hier angekommen, aber ich weiß nicht genau, was ich hier tun soll. Ich dachte, ich hätte sie schon umgestellt, um Ich bin auch dabei. dorthin zu gehen. Ich brauche meinen Schönheitsschlaf. Und das bald. Okay. Ach, ich brauche ein schönes, warmes Bett. Ist doof, dass sie jetzt immer noch müde sind. Ich brauche etwas Schlaf. Ich bin doch keine Maschine. Natürlich bist du eine Maschine. Bin am Drehort, bereit für die nächste Szene. Dass es weiterläuft, während ich hier Pablo reaktiviert habe. Ja, Pablo. Ja? Das Übliche. Zeig mir, woran du Interesse hast. Wir schauen, was es Neues gibt. Es gibt
einen neuen Raketenwerfer. RPG-26. Ist der denn besser? Macht der mehr Schaden oder 100 Schaden? Keine Ahnung. Ich meine, die sind ja dann auch, die verbraucht man ja immer. Das ist ja ein Einmalschuss-Dingens, glaube ich. Wieder irgendwelche komischen Magazine. Um diese Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend. Mehr davon. Und das muss jetzt alles nicht sein. Davon habe ich schon so viel gekauft. Ich kaufe auch mal dieses RPG. Habe ich noch Match-Munition? Ja. Die kaufe ich auch noch. Die soll ja dann komplett getauscht werden mit der Zeit. Granaten hat er dieses Mal keine. Zumindest keine guten. Ja, er hat Senfgas. Senfgas ist auch gut. Aber die Kanister kann ich halt nicht gut tragen. Egal, Senfgas. Naja, ich habe so viel Senfgas. Ist egal. Gut. Verzeihung. Und ansonsten gehe ich mal mit Pablo gucken. Du bist ja hier noch. In der Bar. Foxhole. Kenne ich nicht. Sagt mir nichts, das Spiel. Worum geht's da? Ist die Frage, was mache ich jetzt? Also eigentlich müsste ich... Weil ich jetzt hier schon so viel gekauft habe und vor allem auch so viele gute Sachen gekauft habe, müsste ich hier mal her und diesen ganzen Kram holen, damit ich den dann eben auch nutzen kann. Und damit ich einen Überblick habe über das, was ich überhaupt brauche. Ich kann aber den Laster nicht fahren, weil der Laster keinen Sprit mehr hat. Und ich auch sonst keiner... Ich muss mal gucken bei Bobby Race, ob der vielleicht Sprit im Angebot hat, aber ich glaube nicht. Ich glaube, Bobby Race hat nie Sprit im Angebot. Nee, ich glaube nicht. Das haben die nicht. Okay. So. Ein Teil des Teams ist angekommen. Jetzt könnte ich auch noch mal gucken. Es sind ja ein paar Starke jetzt auch hier, die auch Kraft trainieren könnten. Oder, obwohl die mal über 90 Kraft haben. Brain hat über 90. Dann würde ich sagen, du machst mal Trainer für Kraft. Und dann kann zum Beispiel Ira auch, gucken wir mal, Ira Gumpy, Miguel Carlos... Ja, das wird nicht bei allen gehen.
Training, Rekrut für Kraft. Bei Carlos geht es noch, aber nur noch ein Punkt. Bei Miguel geht es nicht. Man spielt auf einer riesigen Karte mit mehreren tausend Spielern verteilt auf zwei Seiten und kämpft in einem Zweiter Weltkrieg ähnlichem Design. Das Besondere am Spiel ist, die Spieler müssen alles vom Fabrikbau bis zum Grabenbuddeln und Kämpfen selber machen. Im Durchschnitt geht ein Kampf mehrere Wochen bis Monate. Okay. Überfall doch eine Tankstelle. Ja, würde ich gerne machen, Tyrell. Würde ich gerne machen, aber es geht nicht. Außerdem bin ich der Gute. Ich kann keine Tankstellen überfallen. Ich kann nur Tankstellenbesitzern helfen, sie von dem Joch von Dade Runner zu befreien. Okay. Jetzt ist die Zeit abgelaufen für die Banditen. Gehe ich wieder in die Produktion im Spiel. Im Spiel Rise of Cultures. Muss mir auch dafür einen Wecker stellen. Wobei, da werde ich wahrscheinlich beim Chicane sitzen. Um die Zeit. Und dann das dann nicht erneuern. Und ich habe ganz viele Forschungspunkte, fällt mir gerade auf. Die muss ich auch noch ausgeben. Sonst kriege ich gar keine neuen. Was? Wie? Du folgst mir. Du folgtest mir nicht? Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, du bist doch schon längst. Ja, eben. Das ist dir selber aufgefallen gerade. Ja, es klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Spiel, würde ich sagen. Muss ich mal reinschauen. Also vom Konzept her finde ich es interessant. Also ich glaube, es wäre nichts für mich, weil es mir zu aufwendig ist. Ja, wahrscheinlich mit dem anderen Account, genau. Ja, dann was machst du so? Kann hier noch jemand anderes Kraft trainieren? Ich fürchte nicht, die werden alle schon genügend Kraft haben. Der Laster könnte noch Kraft trainieren, der hat nämlich keine Kraft. Okay, dann. Was übst du so? Treffsicherheit. Ja, aber da hängt halt auch mein Herz dran, dass ich das endlich mal zu Ende spiele, Tyrell. Außerdem mag ich gerne dieses Rollenspielelement auch bei Jekyll and Hyde 2. Ja, also danke fürs Folgen. Danke fürs Folgen mit dem zweiten Account. Gut, dann. Ja, Zeit vergehen lassen. Oder, nee, stimmt hier gar nicht. Ich werde mal, vielleicht, bevor ich mit Miguel trainiere, mit Miguel auch nochmal in den Laden gehen, bevor der Tag rum ist. So. Denn auch hier gibt es ja einiges zu verkaufen und vielleicht auch zu kaufen. Alles für 1000 Follower, genau. Das ist jetzt mein nächstes Follower-Ziel oder so. Nee. Also im Spiel ist es, glaube ich, da hat man ja immer diese
im Spiel, sage ich, in Twitch hat man ja immer diese Zielmarken, wo man dann wieder irgendwie einen neuen Award bekommt. Oh, hallo, schön Sie wiederzusehen. Da habe ich erst vor kurzem zwei bekommen, und zwar für sehr viel spielen und für sehr viele Stunden, also sehr, sehr oft spielen und sehr viele Stunden spielen, glaube ich. Und davor war lange Monate nichts, und dann habe ich jetzt das bekommen für meinen Jagged Sie Alliance wissen ja, 2. Ich habe die besten Preise. Sagen spielen. Sie mir einfach, was Sie brauchen. Ich könnte die Hose einfach mal blind kaufen. Und tauschen gegen eine Hose, die schlechter ist. Natürlich auch reparieren, immer wieder auffüllen. Ansonsten sind es nicht so gut, was er hat. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Meistens ist man hier drin sicher. In dem Gebäude, ja, in dem Laden. Aber der scheint auch so Ausrüstungswesten und sowas zu bekommen in sein Inventar, wenn ich mehr bei ihm kaufe. Das ist gut. Gerade sowas brauche ich ja auch. So, okay. Hey, Sie haben was... Ja, das kann gerne liegen bleiben erstmal. Wir müssen eh noch gucken... Das wird wahrscheinlich restlos verteilt werden können. Was hier in dem Kasten ist. Genau, alles weg. Und Flo ist noch nicht hier, ne? Flo ist noch unterwegs. Wobei, Flo hat den gar nicht. Wer hatte denn den anderen Reparaturkasten mitgenommen? Ich hab den nicht liegen lassen. Wer hat den mitgenommen? Grizzly leider. Grizzly ist noch unterwegs. Genau, und da ist, glaube ich, die nächste Zielmarke 250 oder 500? Bin ich bei 200 und irgendwas. Bei 250 wäre dann gar nicht mehr so lange hin. Also, kommt drauf an, ob mir noch mehr Leute folgen. Aber es sind tatsächlich doch noch einige hinzugekommen, gerade jetzt. Was hat sie denn vorher trainiert? Warum kann sie denn keine Kraft mehr trainieren? Sie ist bei 63. Verstehe ich nicht. Manchmal ist es seltsam einfach. Ob das jetzt ein Bug ist? Geh mal ins Fahrzeug. So, und jetzt... geht's wieder. Also, bis 70 müsste sie ja problemlos trainieren können. So. Ach, er hat gar keinen Platz im Inventar. Muss ich irgendwie Raketen rausnehmen aus seinem Inventar. Und ansonsten die Akkuhose. Hat noch irgendjemand nur eine normale Kevlar-Hose? Ja. Gumpy, das ist auf jeden Fall ein Upgrade. Genau, darum geht's. So, okay, Miguel. Verkauf 9 Kevlar-Westen. Wird nix. Versuchen es mal so. Das kriegt er vielleicht alles verkauft. Auch noch die Tasche. Ich glaube, die wollte ich beim letzten Mal nicht verkaufen. Sie wissen ja, ich habe kein Problem, Mann. Ich zieh. Ja, okay. Tut mir echt leid. Ist schon zu viel. Alles klar, das war's dann. Ja, okay. Das tut mir echt.
okay. Ja, okay. Das egal. Auch alles klar, das war's dann. Egal, jetzt habe ich's verkauft. Ja, okay, das sieht in Ordnung aus. Wir sind im... Sieht in Ordnung aus. Mit Ihnen mach ich gerne. Kauft auch gerne meine... Den Revolverholster und den normalen Holster kann ich auch noch an ihn verkaufen. Kauft doch gerne meine Waffen, der Typ. Und die kann er vielleicht auch noch nehmen. Sie wissen, kein Problem, Mann. Ja, okay, das Aber sieht in Ordnung aus. Hat ja nicht Wir viel Wert. Geschäft. Alles klar, das war's dann. Zumindest, wenn man es verkauft. Aber mehr ist, glaube ich, nicht. Gasmaske vielleicht. Aber die würde ich auch ungern verkaufen. Die kann ich bestimmt wieder brauchen. Das Schlosser-Set. Und vielleicht auch dieses 9mm Add-on. Keine Ahnung. Ja, vielleicht können wir das auch bei Fox dann gleich nutzen. Gut. Soll es erstmal so bleiben. Miguel. Jetzt auch Training üben. Treffsicherheit. So, wieder Zeit vergehen lassen. Und wir müssen eh noch bis morgen früh warten. Einerseits, weil die jetzt hier erschöpft sein werden und dann will ich ja auch alle gleich auf dem gleichen Niveau haben, was die Fitness angeht. Die mir ist schwindelig. Ohne Schlaf kann ich... Geht weiter. Ach, ich brauche ein schönes... Du bist nicht allein. So, sie gehen nicht weiter, sondern schlafen jetzt dort. Schade. So, ich werde mal eben... Kosten genehmigen. Es ist immer wieder... Womit kann ich... Ich danke Ihnen vielmals. Okay, Zeit vergehen lassen. Sehr schön. So. Und ihr kommt jetzt. Geht jetzt bitte den. Oh, die gehen noch nicht den Rest des Weges. Ich lerne schnell. Jetzt aber. Immer noch nicht. Sie ist nicht müde. So, wir speichern mal. Ich habe gerade ein bisschen Angst gekriegt. Jetzt werden wir alle schlafen jetzt. So, jetzt aber. Na, endlich. Okay, da gehört aber auch Grizzly dazu. Der hat Geschicklichkeit gewonnen. Ich bin dabei. Hab die Stellung eingenommen, bin verfügbar. Wie immer. Okay, dann haben wir es endlich geschafft. Ihr könnt auch Rekruten der Kraft sein. Grizzly natürlich nicht, aber Grizzly kann vielleicht zusätzlich noch Training machen. Ich weiß nicht, ob er was bringt. Nee, das bringt wahrscheinlich nichts. Er kann weiter reparieren, weil er hat ja noch zu tun. Eigentlich ist es Quatsch, wenn Grizzly repariert. Der ist ja gar nicht so ein guter Reparateur. Sollten wir lieber andere machen lassen. Der hat ja nur 36 Technik. Iggy zum Beispiel hat 44. Und ich habe noch andere im Team, die keine... keinen Koffer mehr haben.
Trevor ist eh der Allerbeste darin. Middog ist auch extrem gut. Er ist zum Beispiel auch besser. Oder er. Okay. Gut, also Grizzly, ich zieh dir die Technikkompetenz und übergebe an Eis. Ja, ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn man mehrere Trainer hat. Wie gesagt, irgendjemand hatte doch noch einen Koffer, der gar nicht so gut da drin war. Egal, sind ja jetzt nicht am Reparieren. Aber ich werde mal eben gucken. Also er ist auf jeden Fall Ingenieur, aber es sind, glaube ich, noch mehr. Sie. Er. Er ist Mechaniker. Und er auch. Also ja, auf jeden Fall Alex, Trevor und Alex, Trevor und Mad Dog. Die sind die Besten in diesem Job und deswegen sollen die das auch machen. Wobei Alex ist, glaube ich, nö. Genau, dann sollen die mal die Gegenstände reparieren, die die anderen mitgebracht haben. Mad Dog. Und natürlich. Okay. Also, weiter Zeit vergehen lassen. Und es ist wieder 9. Wieder ein Tag vergangen. Ja. Zeig mir, woran du Interesse hast. Mitch, wie sie ist da dran? Alleine dafür würde ich das Ding kaufen und wieder verkaufen. Das ist, glaube ich, auch, DPX ist, glaube ich, auch gute Munition. Genau. Die hat nämlich beide Effekte. Die hat Rüstungsdurchschlag und den Hohlspitzmunitionseffekt. Aber der Munitionstyp ist einfach nicht. Den brauche ich gerade nicht. 45er. Brauche ich, glaube ich, nicht. Immer mehr DPX-Munition. Oh. Die kaufe ich. Was ist jetzt der nächstbessere? Der nächstbessere Typ. Achso, ich wollte ja auch noch mal ein paar mehr davon kaufen. So, Leuchtgranate ist es, ne? Genau, brauche ich nicht. Rauchgranate auch nicht. Okay, die Vakuum nehme ich mit.
Matchvisiere. Um diese Jahreszeit ist die Auswahl hervorragend. Nehme ich auch mal. Noch mehr Matchvisiere. Och, na dann kaufe ich die doch nicht, die Pistole. Da ist ein Match. Ach so, da ist dieses Pistolen-Matchvisier drauf, ne? Dann kaufe ich es doch. Ja. Das ist auch eine gute Pistole, tatsächlich. Die lädt 10mm Auto. Verzeih. Zeig mir, woran du vielleicht na. Zeig mir, woran du warte, ich guck mir vielleicht erstmal die Pistole nochmal genauer an. Ob die wirklich gut ist. Pablo, so. Also, was hat die drauf? 7 Genauigkeit, 26 Schaden, 13 Reichweite. So gut, das sieht doch gar nicht. Das ist nur wegen des Matchvisiers, dass sie die zusätzliche Reichweite hat. Okay, also. Verkaufen wir die doch wieder und kaufen uns auch nicht. Jetzt kann er sie erstmal reparieren. Jetzt, wo ich sie gekauft hat, kann er sie auch erstmal wieder reparieren. Yes. Ansonsten gibt es auch noch ein paar andere Sachen zu reparieren. Diese Visiere. Das ist Heiler. Sorry. Schön stapeln. Genau, das ist alles bei 100%. Hat er alles repariert. Hier gibt es noch Sachen zu reparieren. Immer gut zu tun beim Reparieren. Gut, alles andere ist, glaube ich, heiler. Was hier noch so liegt. Ja, sieht so aus. Gut, dann mach weiter. Und dann gucken wir mal wieder. Ach, ich wollte mir eigentlich Miguel schnappen. Miguel, da ist er. Dann nimmst du mal das, was schon bei dir im Raum liegt. Oder vielleicht auch das hier. Oh, hallo. Sie wissen ja, ich habe kein Problem, Mann. Ich zieh mir nur schnell die Geschäftsführerkappe an. Ja, okay, das sieht in Ordnung aus. Wir sind im Geschäft. Brillen habe ich wieder im Angebot. Ich glaube, jetzt sind auch alle versorgt mit Brillen. Kann ich gleich nochmal gucken? Lassen Sie sich ruhig Zeit. Meistens ist man hier drin sicher. Scheint, Sie sind an einem... Alles klar, Sie bekommen sogar noch was raus. Ja, gehen wir mal alle durch. Ja, okay, das sieht in Ordnung aus. Wir sind... Mit Ihnen mache ich gerne Geschäfte. Kann ich ja hier... Wissen Sie mich nicht.
kann ich ja hier gar nicht machen. Muss ich in der Übersicht machen, ob alle eine Brille haben. Nee, Biff hat noch keine. Fox auch noch nicht. Alex auch nicht mehr. Die hatte schon mal eine. Ja, drei könnte ich brauchen. Sie wissen ja, ich habe die besten Preise. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Gibt aber nur zwei. Kein Problem, Mann. Ja, okay, tut mir echt leid, Mann. Geld ist knapp. Hab keine Kaufkraft mehr. Tut mir echt leid. Alles klar. Sie bekommen sogar noch was raus. Hey. So, also zumindest zwei. Dann Biff. Und Alex. Headset kann ich tatsächlich auch noch brauchen. Sie hat keins. Gut. Und dann... bin ich jetzt fast so weit. Ich versuche jetzt mal noch alle gleichmäßig ausgeschlafen werden zu lassen. Klicke ich überall nochmal drauf und gucke, ob die schlafen wollen. Viele wollen es nicht. Ich hoffe, auch die sind nicht mehr allzu unausgeschlafen. Ja, es sieht gut aus. Sieht aus, als könnte ich sie jetzt eigentlich losschicken. Oh nee, Flo und Biff sind noch schlecht. Schlecht beieinander. Und Fox auch. Okay, schade. Schade. Was mache ich? Kann ja Fox auch mal da lassen. Also Flo und Biff kann ich sowieso da lassen, ne? Das ist überhaupt kein Problem. Flo, Biff und Gumpy und Alex könnte ich einfach mal leer machen. Mit dem, was sie nicht unbedingt rumschleppen müssen. Und nach San Mona wandern lassen. Damit sie dort... verkaufen können, alles mit all dem, was wir verkaufen wollen und mal Sachen mitnehmen können, die dort so rumliegen, die sie da so angesammelt haben. Das wäre eine Möglichkeit, aber Fox würde ich schon gerne mitnehmen. Meine Vermutung ist jetzt eh, dass ich hier noch ein bisschen warten werde. Ich mache mal mit, also eigentlich müssten ja die besten Milizentrainer Ira und Fox sind ja auch Rekruten für Kraft. Ja, ich nehme mal Chris. Und Miguel. Biele Miliz ist ein bisschen verloren worden, deswegen würde ich die gerne wieder ein bisschen auffüllen. Ich möchte nämlich erreichen, dass Estiny recht gut geschützt ist durch mobile Milizen. Weil ich würde gerne jemanden in Estiny lassen, um dort immer bei Jake zu gucken, ob ich da was kaufen kann. Ich weiß noch nicht, wen ich da lasse.
überlege halt auch Vince zum Beispiel und Vince und Gumpy eher mitzunehmen, weil die halt so klug sind, dass man denen eigentlich schon beibringen kann, wie man schießt. Aber es muss nicht unbedingt sein. Okay. Wie jetzt weiter? Wir müssen erstmal schlafen. Ich warte auf einen Befehl. Ihr macht weiter. Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf. Ich warte auf einen Befehl. So, wir machen jetzt einmal Stopp. Wie schaut's denn jetzt auch immer noch? Wir brauchen echt lange Zeit. Und jetzt können die anderen bestimmt auch wieder ein Schläfchen machen. Mittagsschlaf. Jetzt sind wir endlich soweit. Okay. Dann mache ich das jetzt. Ich nehme... Fox. Flo, natürlich. Flo. Biff. Alex und Gumpy in ein Team. Die sind Support. Ich kaufe mir jetzt noch einen. Ich rekrutiere jetzt noch jemanden. Weil von denen möchte ich niemanden in Essendi stehen lassen. Alleine. Aber es gibt doch noch ein paar Napsülzen. Denen werde ich den Job anbieten können. Ich glaube, bei AIM gibt es niemanden. Die sind alle irgendwie gut. Wenn ich jetzt hier auf Seite 2 gehe, Bull, der ist auch nicht so schlecht, ne? Der kostet auch 400 am Tag. Das ist... Aber bei MERC gibt es da noch ein paar. Gut, gut. Womit kann ich Ihnen denn heute? Ich danke Ihnen. Die man dafür nutzen könnte. Zum Beispiel Haywire mit 150. Kostet der nur? Oder Razor. Haywire oder Razor. Wir entscheiden uns. Also, Frankie Haywire Gordon. Töten ist Frankie Gordons Spezialität. Ihm ist gleichgültig, wie er es tut. Hauptsache, es macht ihm Spaß. Haywire ist vielleicht nicht geradezu ein Scharfschütze, aber er legt eine gewisse Faszination für automatische Waffen an den Tag und geht mit Leichtigkeit mit ihnen um. Dasselbe gilt für seinen Umgang mit scharfen Messern. Frankie arbeitet daran, seinen Umgang mit seinen Mitmenschen zu verbessern. Es könnte sein, dass er sogar gerne allein ist, weil er einen schlechten Umgang mit seinen Mitmenschen hat. Also, was kann der? Kostet halt nur 150. Der kann alle von allem irgendwie alles. So ganz minimal, ist bei nichts bei null. Hat auch ein bisschen Kraft. Er hat noch mehr Kraft. Ist eigentlich besser, der Typ hier. Als Söldner. Deutlich besser.
Nur Razors Liebe zum Detail und seine Finesse im Umgang mit Messern haben ihn davor bewahrt, Schlechter genannt zu werden. Butcher. Gefragt, warum er ein Messer einer Waffe vorzieht, antwortet er: zu viel Lärm, zu wenig Herausforderung. Er ist stolz auf sein Können, das Alphabet zumindest, die Vokale in seinen Opfern hineinzuschneiden, bevor sie verbluten. Ja, toll. Zumindest die Vokale. Lament, genau, Bill Razor Lament. Dann heißt er nicht Razor, sondern nicht Butcher, sondern Razor. Lament hat man gelegentlich empfohlen, einen Diplompsychiater aufzusuchen. Dabei besitzt er selbst ein Diplom. Das Diplom im Töten. Oh, sind das ein paar Typen, ey. Soll der Geiz, ich nehme einfach beide. Razor hat sich schon mehrfach lobend über die gute und fruchtbare Zusammenarbeit mit Haywire geäußert. Es war mir ein Vergnügen. Ich möchte Ihnen abermals für Ihre Unterstützung danken. Genau. Genau das dachte ich mir. Er und Haywire wollte ich gerade anheuern. Es war mir ein Vergnügen. Ich möchte Ihnen abermals für Ihre Unterstützung danken. So, das hat jetzt zwei Vorteile, und zwar den ersten, die kommen halt hier an, in Drassen, wo eh noch Sachen rumliegen, die ich mitnehmen möchte. Die werden nicht alles mitnehmen können, aber immerhin. Ich hätte sie natürlich auch hier absetzen können. Ja. Oder sogar direkt in Estiny, das geht jetzt. Ich kann sie dann aber auch mit dem Hubschrauber durch die Gegend fliegen. Das kann ich übrigens auch mit denen hier machen. Das geht dann schneller. Eine gute Idee. Ja, schön. Dann mache ich das. Aber ich muss die beladen. Und den Rest muss ich dann in die andere Richtung losschicken. Und das mache ich gleich, nachdem ich wieder von der Toilette zurück bin. Bis gleich. Also ich bin zurück. Ich muss mal kurz was schreiben.
Außerdem klingelt der Wecker schon wieder. Ich glaube, die Stunde ist um. Wo ich jetzt das legendäre Gebäude gebaut habe. Ausgebaut habe. Genau. Und jetzt habe ich erstmal alles Wichtige erledigt hier in für den Moment in Rise of Cultures. Ach ja. So. Ja, beladen wollte ich sie. Habe ich noch jemanden, den ich mitschicken wollen würde? Die mobile Miliz sollte ich noch fertig machen, bevor ich losreise. Geht natürlich auch nicht so gut, wenn die schlafen. Also. So. Den Granatwerfer, den würde ich ja auch verkaufen wollen. Denn den brauche ich nicht. Diese Pistole würde ich nicht verkaufen wollen. Und ich würde auch direkt einmal Munition dazu geben. Es könnte sein, dass es nicht das richtige Munitionsformat ist. Doch, ist es. Das ist gut. Ja. Ach, die Munition hätte ich noch verkaufen können. So, und den Wodka. Den Lappen. Gut. Genau. Wir hätten noch Platz im Inventar. Doch alle recht gut befüllt. Gut, ja. Also, Biff, was trägst du mit dir rum? Das musst du definitiv nicht mit dir rumtragen. Und die auch nicht. So, und plötzlich hast du sehr viel Platz. Der hat noch ein Revolverholster. Nun ist zu spät. Genau. So, und den Schlagring musst du definitiv auch nicht mitnehmen, weil damit kannst du gar nichts anfangen. Yes. So, okay. Dann hätten wir Flo. Die hat auf jeden Fall jetzt eine bessere Tasche. Das kann sie mitnehmen zum Verkaufen. Ansonsten ist sie leer. Dann haben wir Alex. Die
trägt eigentlich keinen Quatsch mit sich rum. Die könnte nur eher einen Rucksack brauchen als die Blackhawk-Tasche. Bleibt so. Und dann haben wir noch Gumpy. Der trägt den Kopf mit sich rum. Den lassen wir mal hier. Die beiden Westen, die noch repariert werden. Hotdog übernehmen. Die können wir da nicht verkaufen. Aber das mit dem Walkman, das war doch eher Quatsch. Hätte ich auch wieder verkaufen können bei Jake. Ich denke mal, das kauft er hier auch. So wichtig ist das nicht. Und auch so ganz gut. Ganz leidensfähig. Genau. Es blickt nur Platz im Inventar. Was meinst denn du damit? Warum sehe ich kaputt aus? Mahlzeit, André. Müde? Ja, also ich habe eigentlich habe ich ganz aus, also ich habe ausreichend geschlafen auf jeden Fall. Es ist nur so. Dass ich irgendwie ganz viel gestern Abend eingeschlafen bin und immer wieder aufgewacht bin und ja, dann habe ich aber noch mal 7 Stunden drangehängt. Also eigentlich ist alles gut. Ich glaube nur dieses Unterbrechen, dieser unterbrechende Schlaf, das war nicht so super. Ansonsten, ja. Bin auch nicht so super wach. Aber wach genug. Sage ich mal so. Ja, okay. Na, dann sind doch alle soweit ausgestattet. Tarnfarbe braucht Gumpy auch echt nicht haben. Geben wir das mal jemanden, der dann auch kämpft. Taschen dafür hat. Nee, nicht sie nicht. Ja, so ungefähr. Dachte ich mir das. Okay. So, dann hatte ich diese Pistole, die wollte ich noch jemandem geben, der keine hat. Das müsste jemand von den Neuen sein. Da haben wir Barry. Hast du eine Pistole? Er hat dieses Ding. Das ist okay. Brain. Genau, der hat diese bekommen. Und ich habe ihn vollgeladen mit anderen Dingen. Aber er kann auch diese bekommen. Das denke ich besser, dafür habe ich Munition. Und dafür nicht. Iggy, hast du eine Pistole? Ja. Der hat auch Munition. Gut. Sind jetzt alle etwas besser versorgt, denke ich. Was die Pistolen betrifft. So, und die restlichen,
können dann auch die vier mitnehmen. Und ich gucke nochmal wegen des Maschinengewehrs. Da ist ja Eis unser Experte. Er hat jetzt dieses Heckler und Koch. Auf Wiedersehen, André. Bist du schon wieder unterwegs? Großeinkauf. Ja, wir hören uns, André. Ich freue mich auf dann. Viel Erfolg beim Einkaufen. Genau, also die sind doch hier beide besser. Die Maschinengewehre. Also das hat 66 Genauigkeit. 82, 81. Das hat 31 Schaden. 38, 37. Und das hat 36 Reichweite. 67 und 63. Und 19 AP. 26 und 25. Und Gewicht, da sind die natürlich schwerer. Das ist ein, ich würde behaupten, das ist ein leichtes MG. Weil es leichter ist. Es hat halt Bolzen und Feder dran, deswegen hat es weniger AP-Kosten. Das könnten wir bei den anderen aber vielleicht auch realisieren. Das ist für ihn jetzt aber auch nicht so ein Drama, weil er einfach auch ein guter davon kann er leider nicht so viel mitnehmen. Weil er einfach auch ein guter MG-Schütze ist. Genau, wir bauen mal Kram ab und gucken. Ach, da ist es auch schon dran. Trotzdem noch 25 AP. Das wird wohl da drauf passen. Aber es geht nicht. Was ich hier haben. Da hilft es nicht. Da, oh, das ist natürlich ungünstig. Wenn man das da gar nicht verwenden kann. Und da sieht es auch schlecht aus. So ähnlich wie das. Kann ich das Zielfernrohr nicht verwenden. Leider. Hallo DXFox. Ja, spielt gerade niemand Jagged Alliance 3. Willkommen im Stream. Ist ja ungewöhnlich. Ich spiele noch zwei zu Ende. Spiele eben noch zwei zu Ende. Mal kurz. Bevor ich drei anfange. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich kann. Es ist tatsächlich deutlich besser, dieses Maschinengewehr, aber ich kann halt fast gar nichts darauf nutzen. Oder daran nutzen. Schade. Dann verteile ich jetzt die anderen Add-ons, die ich so habe, auf die anderen Gewehre. Oder anderen Waffen. Da, wo noch was fehlt. Also Zielfernrohre habe ich inzwischen alle ganz gut ausgestattet, so wie es aussieht. Dann ist eher die Frage, der hat ja ganz gute Reichweite. Da wäre ein besseres schon besser. Da gibt es gar keine. Oh. Interessanterweise bei dem Lore schon. Spielst du auch selber 3? Und danke dir für dein Follow.
Ja, Flo kann natürlich noch besser ausgestattet werden, aber muss halt auch nicht unbedingt. Yes, da ist es doch viel wertvoller. Genau, da ist es doch viel wertvoller bei ihm. Okay. Ich würde mal dieses Heckler und Koch trotzdem noch behalten oder doch nicht? Nee, ich behalte es nicht. Ist Quatsch. Genau, ich verkaufe das. Ich nehme das mit. Ihr könnt es mitnehmen. Genau, die Pistole auch. Ja. Und dann schaue ich mal, was im Lastwagen ist. Da werde ich mal ein paar... Die Frage, was ich jetzt rausnehme. Gut wäre sicherlich auch Munition, die ich verkaufen wollte. Dass ich die dann auch wirklich verkauft kriege. Kann man ja dann auch in die kleineren Taschen packen. Gerade die kleinen Magazine. Bist gerade voll drin. Sehr schön. Sehr schön. Dann wünsche ich dir dabei viel Spaß. Ich habe mich ja noch nicht reingetastet. Hat mir der Türerwald von abgeraten. Er meinte, ich soll erstmal das zu Ende spielen hier. Jagged Alliance 2. Vielleicht hat er recht. Vielleicht hat er auch recht. Genau. Ich hadere ja eh schon so lange mit Jagged Alliance 2. Von daher muss ich das auch endlich mal zu Ende spielen. Ach, Bier. Nee, Bier brauchst du nicht mitnehmen. Bier können wir nur bei Jake verkaufen. Und bei Jake kommen wir jetzt nicht lang. Ah, das muss da nicht hin. Die Munition auch nicht. Okay, also dann hätten wir... Ah, genau, Alex... Haben wir nicht noch kleinere Taschen? Bei Gumpy vielleicht. Haben wir tatsächlich auch. Ach, und noch ein Schalldämpfer. Das ist doch ein Gewehrschalldämpfer, oder? Pistolenschalldämpfer. Das ist ein Pistolenschalldämpfer. Und den können wir anbringen auf die eine neue Pistole. Und Brian. Genau. Gibt einige Anspielungen auf Jagged Alliance 3, das ist richtig. Also, natürlich andersrum, ne? In Jagged Alliance 3 gibt es einige Anspielungen auf Jagged Alliance 2, meinst du? Nehme ich an. So, und ich glaube, ich hatte noch ein bisschen Platz übrig. Gumpy war, glaube ich... Nee, Gumpy ist auch nicht voll. Wir haben noch Platz für Gewehre übrig. Also, nehmen wir mal noch Gewehre. Vielleicht auch die teuren. Wobei man davon immer nicht so viel verkaufen kann. Vielleicht nehme ich erstmal die billigen. Kriegt man dann wenigstens alle verkauft, wenn ich sie mitnehme. Bisschen Munition habe ich auch noch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob noch Taschen frei waren. Also nochmal Biff. Biff hat Platz für ein Gewehr. Dann hätten wir Flo. Hat auch noch Platz für zwei Gewehre. Alex. Hat Platz für die Munition. Und, nee, muss doch nicht. Gumpy hat Platz für ein Gewehr. Habe ich leider nicht umverteilt.
Das heißt, der Riegel bleibt übrig. Der bleibt jetzt einfach im Laster, genauso wie der andere Kram. Ansonsten habe ich jetzt leider nicht gut geguckt. Weiß nicht, wie viel Platz Gampi noch hatte. Also, den Granatwerfer, das kann man alles nicht... Ich könnte so machen. So. Und jetzt kann ich den noch komplett vollladen. Ich krieg sogar auch noch das letzte Gewehr bei ihm rein. Das ist ja super. Dann kriegen die das alles transportiert. Hast du Jagged Alliance 2 auch gespielt? Und dann sind sie eigentlich soweit fertig. Die Frage ist... Ja, Skyrider. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meiner Vogel vor? Genau, alles Roger, Cap. Die müssen ja noch gar nicht anfangen. Ich kann ja noch ein bisschen üben. Ja, genau. Wenn alle Kraft trainieren können, dann warten wir noch kurz auf den Heli. Wo ist er denn? Ist es da? Er ist da. Gut, achso, deswegen hat es auch gestoppt. Sehr schön, und dann kommen sie in den Heli. Ich habe vor 3 Wochen wieder mit 2 angefangen, damit ich aber drauf gekommen, mal zu schauen, ob 3 schon raus ist. Ist völlig an mir vorbei. Ja, und dann hast du direkt mit 3 angefangen. Ja, müssen sie. Ich wollte sie eigentlich nur alle parallel nutzen, aber oder parallel anwählen, aber es hat nicht geklappt. Die beiden, Alex und Gampi. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meinem Vogel vor? Alles Roger, Cap. So, die anderen sollen noch die mobile Miliz fertig machen. Ich warte auf einen Befehl. Stopp. Nein. 2 Gruppen. Eigentlich war das eine große, die haben sich getrennt, glaube ich. Gut. Und jetzt machen wir mal Trupp 1 voll. Dann machen wir Trupp 2 voll. Die Rebellen stecke ich gerne in einen Trupp. Kann ich hier mit in den ersten... Der kann in 3. So, habe ich alle? Ja. Gehen wir erstmal dahin. Okay. Wo irgendwas gedroppt sein sollte. Noch, was ich mir noch nicht angeschaut habe. Das muss ich mir auch irgendwann mal abholen. Ich bin da, Cap. Genau, du bist da. Hier. Und dann gehen wir mit den... Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meiner Vogel vor? Ja, Trupp 4 muss es dann natürlich sein. Gehen wir mit Trupp 4 direkt mal in den Laden.
Oui. Kurz ein... Mais oui. Nein, nicht Flo. Ja. Du bist ja hier noch zum Stammkuchen. Ich wette, du bist... Oui. Mais oui. Ist schön voll der Laden, aber kein Named dabei. Ja. Ja. Jawohl. Oui. Ach, Flo war natürlich die schlechteste, die ich hätte wählen können, weil Flo ist ja meine Verkäuferin. Da Toni und Flo sich ja mögen. Mais oui. Nur falls du das noch nicht wusstest, Forks. Toni und Flo mögen sich und deswegen macht Toni Flo bessere Preise. Zeig mir, woran du Interesse hast. Zum Beispiel hier. Lass mal sehen, was wir hier die haben. Die Remington für 706. Vielleicht. Wenn ich die Remington... Ja. Ja, hier. Mit Biff-Anbieter. 638. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Vielleicht nicht. Hat natürlich den Nachteil, dass dann schneller sein Verkaufslimit erreicht ist. Und ich habe schon gekauft heute bei ihm. Denke ich. Ja, ja, hab ich schon. Genau. Okay, dann verkaufen wir fleißig. Lass mal sehen, was wir hier haben. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Ja. Ja, so ist es. So ist es bei Jagged Alliance. Es ist halt immer ein bisschen auch Rollenspiel. Und das mag ich auch sehr gerne. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Ja, ganz sicher noch etwas. Aber ich muss erstmal gucken. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Ja, ich muss wieder umschalten zu Flo dann gleich. Zum Verkaufen. So, er ist total voll mit Gewehren, die ich verkaufen will. Das könnte jetzt zu teuer werden. Schauen wir mal. Das Geschäft ist perfekt. Kauft er noch? Noch etwas? Kauft er noch? Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Bedauere, ich bin nur an Waffen und deren Zubehör interessiert. Sehr gut. So, mal schauen, ob er das auch alles noch nimmt. Das Geschäft ist perfekt. Noch etwas? Ich glaube, ich habe für über 10.000 bei ihm gekauft. Deswegen nimmt er jetzt gerade auch noch so viel. Ja, super. Sehr gut. Dann konnte ich alles verkaufen, was ich verkaufen wollte. Und sehr gut. Dann lade ich sie mal voll mit den Sachen. Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meiner Vogel vor? Mit den Sachen, die ich von dort aus mitnehmen möchte. Denn ich habe ja auch sehr viel besorgt. Zum Beispiel dieses wunderbare neue Scharfschützengewehr. Dann habe ich Raketen besorgt und alles. 1000 tolle Sachen. Das ist die Ausrüstung von ihm. Ach ja, und dieses Heckler und Koch. Ach ja, das wäre natürlich dann die Alternative.
weil das hat die gute Reichweite, wenig AP, das ist quasi das bessere, die bessere Variante des anderen, dessen, das ich verkauft habe. Und es hat viele Anbaumöglichkeiten für diese ganzen anderen Sachen, die ich mitnehmen möchte. Genau. Kann ich schon mal pimpen. Nochmal hierher. Ja, vollladen damit. Erstmal. Der Munition. Dann haben wir das RPG. Ein Granatwerfer für Heckler und Koch. Leider nicht für das Gewehr. Ja, Gewehr ist gut. MG. Die Lasermodule kann ich halt hier bei Ihnen auch noch anbringen. Das ist halt die Frage, ob ich dann das nicht wieder vergesse, das wieder abzubauen. Also ich hoffe, ich vergesse es nicht wieder, das wieder abzubauen und anderen zu geben aus dem Hauptteam. Oh. Er war auch fleißig. Das ist repariert. Was ist denn noch repariert? Das noch nicht. Das Matchvisier ist repariert. Das noch nicht, aber es wäre eigentlich, nee, das wäre eigentlich Quatsch, die jetzt hier zur Reparatur hier zu lassen. Ich nehme die mit. Ich nehme die Sachen mit, das Quatsch, die hier zu lassen. Dann soll er halt mal was anderes machen, ne? Genau. Okay. Dann kriegt er mal seine richtigen Waffen wieder. Ist ja auch komplett vollgebaut mit Sachen, die er da nicht braucht. Und die andere vielleicht brauchen könnten. Aber das Ding behält er, weil ich das sonst wieder nirgendwo angebaut bekomme. Dieses russische Zielfernrohr. Genau. So ist es gut. Das andere nehmen wir mit. Wobei die Zielfernrohre muss ich gar nicht mehr mitnehmen. Ich hab so viele gute Zielfernrohre inzwischen. Ich muss nur eher gucken, dass ich die richtigen Zielfernrohre an die richtigen Personen mit den richtigen Waffen weitergebe. Das muss ich nochmal prüfen. Genau. Okay. Dann verteilen wir das hier weiter. Sind jetzt hier schon übermäßig ausgestattet. Ja. Ich hoffe sehr, ich denke daran, das wieder alles abzubauen.
Ach. Pablo nicht. Pablo nicht. Pablo bleibt ja zu Hause. Ach, die wollte ich noch verkaufen. Die ist noch zum Verkauf. Die Mini 14 braucht anscheinend auch irgendein krudes Format. Okay, das kriege ich jetzt hier nicht vergeben. Gut, dann gehen wir weiter. Achso, das kann ich auch noch anbauen. Das Matchvisier. Und eine passende Pistole. Finde ich jetzt keine, so wie es ausschaut. Doch. Doch nicht. Ist Pablo. Der soll nicht. Nö, geht nicht. Egal, dann nimmt er das auch hier mit rein ins Inventar. Da müssen wir mal gucken, was wohin passt. DPX. Gut, dann kannst du Raketen tragen, würde ich sagen. Das andere geht alles nicht. Dann haben wir Biff. Tragen die halt alle viele Raketen mit sich rum. Sehr schön. Das passt auch noch in eine kleine Tasche. Genau. So, Biff ist voll beladen. Du auch fast. Ein Lieblingssöldner. Vielleicht. Ich denke gleich drüber nach. Ich muss eben noch verteilen. Achso, ich kann ja noch was in die Hand nehmen. Nee, sie soll das in die Hand nehmen. Noch eine Rakete in die Hand nehmen. Nimm eine Rakete in die Hand. So. Bei Alex haben wir noch Platz.
Ja. Okay, jetzt ist sie voll. Und ich muss noch einmal mit Flo, bevor sie die Rakete in die Hand nimmt, die Pistole verkaufen. Zeig mir, woran du Interesse. Das hat einigen Wert. Ich zahle einen fairen Preis. Das Geschäft ist sehr gut. Du weißt. So. Jetzt können sie die Rakete in die Hand nehmen. Jupp. Gut, dann ab in den Heli zurück. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meiner Vogel vor? Und auf Rückflug. Alles Roger, Cap. In 2 war es Shadow, in 3 Eis. Wobei ich sagen muss, Steerer ist witzig. Shadow mag ich auch gerne, aber Shadow habe ich meistens nicht gekauft. Ich mag Trevor sehr gerne, weil er ein ziemlich krasser Allrounder ist. Weil der irgendwie alles kann. Oder sehr viel kann. Er ist ein super Schütze. Er hat hier diese Soft Skills sind auch alle super bei ihm. Dann ist er klug, also lernt auch sehr schnell. Er ist ein super Techniker. Er findet alle Sprengfallen. Er kann alle Schlösser knacken. Er ist halt der teuerste Söldner im Spiel. Also wenn er ein bisschen gelernt hat, ist er der teuerste Söldner im Spiel. Aber wahrscheinlich auch einfach deshalb, weil er irgendwie alles kann. Außer Medizin und trainieren. Aber sonst ist er super in allem. Also über Zeit ist er der teuerste Söldner, wenn er gelernt hat. Ist er vielleicht bei mir schon. Er ist schon mein teuerster Söldner. Genau, also ich mag Trevor sehr, deswegen hatte ich Trevor fast immer irgendwie dabei. Eis fand ich interessant. Eis findest du in 3 gut. Der hat so eine ganz andere Art zu reden. Ist auf jeden Fall ein lustiger, interessanter Typ, sagen wir es mal so. Ja. Ich mag Ira auch extrem gerne. Auch weil die so schnell alles kann. Ist halt ein bisschen auch ein Gegenpart zu Trevor, weil sie kann halt super trainieren. Also Ira als Ausbilderin ist halt sehr hilfreich. Hat ja jetzt hier eine Führungsqualität von 73. Ich glaube, da ist sie auch schon extrem gewachsen. Generell Ira. Wo ist denn Ira? Da. Ja, 59 schon dazugewonnen. Und kostenlos, ja. Ja, Dimitri ist halt ebenso kostenlos und den hat man auch schon so sehr früh. Und aber der lernt halt nicht so schnell wie Ira. Deswegen. Aber trotzdem, der ist am Ende auch ein ziemlich guter Söldner. Er hat schon 13 Geschicklichkeit hinzugewonnen vom ganzen Reparieren. Ja. Aber Ira ist halt in Treffsicherheit schon sehr gut geworden und in Führungsqualität hervorragend. Aber das kriegt sie halt einfach durch ihren Ausbilderskill. Und sie ist halt auch noch Sanitäterin. Das ist halt auch was Trevor nicht kann. Sie ist zwar immer noch nicht so besonders gut in Medizin, aber auch das wird immer besser. Und ich habe halt bessere Mediziner dabei. Ja, wenn ich mit Jagged Alliance 2 durch bin, dann spiele ich auch 3. Aber du siehst, ich habe noch ein bisschen was vor mir. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Alma und noch beim Aufräumen. Und im Transit sind hier gerade noch 2 neue Söldner, die eigentlich nur dazu da sind, in Estini rumzuhängen dann am Ende. Oder vielleicht auch in Estini und in Cambria, mal gucken.
weil ich gerne auch bei den Händlern immer Söldner hätte, um dann die Sachen zu kaufen, die dort gerade im Angebot sind jeden Tag. Traumaplatten zum Beispiel in Essendi oder so Sachen, ne? Die man einfach ständig braucht. Ich bin da, Cap. So, du bist da. Allerdings sind die anderen ja jetzt nicht mehr da. Gehe ich jetzt damit um? Die anderen sind ja nicht mehr da. Und ich hätte gerne das Material da, wo die anderen sind. Ich kann den natürlich gleich rüberfliegen in den nächsten Sektor. Nee, ich mache jetzt Folgendes. Ich mache noch mehr Transportmissionen. Und zwar... Ach, das wollte ich auch verkaufen eigentlich. Ach, das kann, glaube ich, auch... Das kauft, glaube ich, auch der andere. Genau, lade ich erstmal hier ab. Biff hat keine Rakete in der Hand. Ah, so eine Platzverschwendung. Okay. Dann kannst du das noch wieder mitnehmen. Vielleicht auch den Schlagring. Kannst du in die Hand nehmen. So, dann zum nächsten. Flo. Flo hat eine Rakete transportiert. Alle möglichen anderen Dinge. Gut. Alex hat auch eine Rakete transportiert. Und noch Schalldämpfer. Ach so, natürlich diese ganzen Add-ons, aber die können sie noch an den Gewehren behalten, falls sie in den Kampf verwickelt werden. Gumpy hat sehr viele Raketen transportiert. Ich glaube, ich habe alles. Das da noch raus. Vielleicht fliege ich jetzt nochmal hin und her. Ist ja alles geldmäßig überhaupt kein Problem. Inzwischen. Was vergessen? Noch mehr vergessen auszuladen. Ah, das wurde auch nicht verkauft. Kommt noch ein bisschen was hinzu. Das Talon konnte ich ja auch nie wirklich einsetzen. Okay. Jetzt fliege ich mit dem Helikopter hier rüber. Ja, was haben Sie mit meiner Vogel vor? Alles Roger, Cap. Ich bin da, Cap. Eine kleine Geldverschwendung. Aber was soll der Geiz? Ich verkaufe noch ein bisschen was.
Davon ist auch so viel da. Kann man auch noch ein bisschen was verkaufen. Gut. So, und dann fliegt er mit dem Heli. Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meiner Vogel vor? Doch darüber oder fliegt? Roger, Cap. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meiner Vogel vor? Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben dahin. Sie mit meiner Vogel vor? Ich bin da, Cap. Yeah, Skyrider nee. Hier. Ja, was haben Sie mit meiner Vogel vor? Alles Roger, Cap. Ich bin da, Cap. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meiner Vogel vor? Ein wirres Geklicke. Ja, was haben Sie mit meiner Vogel vor? Alles Roger, Cap. Er redet zu viel. Ich bin da, Cap. So, gehen wir nochmal kurz zu... Ach, jetzt hätte ich wieder... Jetzt hätte ich wieder das Bier mitnehmen können. Das kauft ja Jake. Oui. Renn, Flo, renn! Der Helikopter ist so schnell, da bin ich schneller... C'est bon. Schneller wieder bei Toni. Ah, zurück, um Jake wiederzusehen, hä? Huh? Sieh dich um. Lass mich wissen, wenn dir irgendwas gefällt. Golfausrüstung. In Ordnung. Hat sich jetzt nicht so richtig gelohnt. Moment. Seh dich in Ordnung. Lass mich mal schauen. Kann ich ja auch bei ihm verkaufen. Der Deal ist komplett. Brauchst du sonst noch was? Dann muss ich vielleicht nicht... Also Munition kann ich halt bei ihm verkaufen. In Ordnung. Du weißt, wo du hin... Ich muss erstmal an die anderen... noch dran... Gucken, was er so kauft. Ja. Bei ihm ist nichts. Zumindest jetzt nichts gesehen. Genau, okay. Schauen wir nochmal. Seh dich um. In Ordnung. Lass mich mal schauen. Ja, das kann ich umsetzen. Gib dir einen guten Preis. Kauft er alles? Der Deal ist komplett. Brauchst du sonst noch was? Tut mir leid, ich handle nur mit Schrott, wenn du weißt, was ich meine. In Ordnung. Dann muss ich nicht zu Toni. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meiner Vogel vor? Bevor ich nach Brussel fliege. Ich habe jeden einzelnen Käfer auf dem Weg hier gefressen. Und es gab viele davon. Okay, das ist jetzt hier nicht so die krasse Ausbeute. Dann können wir direkt weitergehen. Und uns vor Alma platzieren. Vielleicht warte ich noch kurz auf die anderen an der Stelle. Okay, erledigt. Was jetzt? So, jetzt hat Pablo natürlich alles schneller repariert. Hab die Stellung eingenommen, bin verfügbar. Wie immer. Und jetzt könnt ihr weitergehen. Mahlzeit, Mike. Willkommen zurück.
Ich bin dabei. Ja, willkommen zurück. Keine Ahnung. Ich habe den Zielort erreicht. Ach so, es sind drei Teams. Ist gut. Ja, die müssen ja jetzt alle gleichzeitig dort ankommen, denn da sind ja Gegner. Wir kämpfen mal wieder. Wir kämpfen wieder. Ich bin da, Cap. Das habe ich befürchtet, dass der Helikopter noch früher oben ist. Okay, gut, dann. Top 4. Und runter mit dir. Stehst schon richtig? Du schon wieder? Ja. Ja, ich habe hier was für dich. Gut. Ein kleines Paket ist reingekommen. Hoffentlich habe ich es nicht irgendwo verlegt. Und für den Fall, dass du es nicht weißt, wir sind in keinster Weise für irgendetwas verantwortlich, was verloren gegangen sein könnte. Hier kommen und gehen jeden Tag ne... Das klingt so fishy. Das klingt so ich hab wieder was geklaut. Ach, man sieht halt die Bestellung nicht mehr. In der E-Mail steht auch nicht drin, oder? Was ich bestellt habe. Nee, steht nur da, dass es da ist. Excellent. Schon wieder so lange her, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles gekauft habe. Cool. Okay. Diese Taschen. Er kann selber mal ein vernünftiges Holster brauchen, damit er auch seine Munition da besser lagern kann. Hat er mehr Platz noch? Und er kann auch eine bessere Tasche brauchen. Weil ich die ihm eigentlich ungern geben wollen würde. Dann soll er lieber die Gürteltasche behalten. Bundeswehrweste. Die ist neu. Und gar nicht so verkehrt. So eine hatte ich noch nicht. Ah, das Holster muss auch verkauft werden. So, und was Hosen angeht, bin ich ja jetzt inzwischen schon ganz gut versorgt. Das heißt, die kann ich auch eher hier in der Runde verteilen. Tatsächlich. Was ist denn gut? Ist die SWAT-Hose ist, glaube ich, besser als so eine Akkuhose. Da kann ich dann noch ein bisschen... Oh, minus 3 AP. Das ist natürlich nicht gut. Aber das hat auch, die hat auch minus 3 AP. Okay, das muss ich mir nochmal genauer angucken. Haben die das alle, die Hosen? Minus 6 AP. Okay, es geht schlimmer. Das ist eine SWAT-Hose. Okay, da... Ja, die SWAT-Hose ist gut. Nicht so lang. Bedeckung ist halt nicht so gut.
Aber zerfällt weniger schnell und... Also im direkten Vergleich, ja. Okay. Bleibt erstmal hier. Nee, bleibt nicht hier, nehme ich mit. Die guten Taschenkombinationen. Ich habe keinen weiteren Rucksack gekauft. Aber wir haben also nur die Tims-Sachen, aber die Tims-Sachen sollen zu den anderen Söldnern. Okay, und ich kriege ja jetzt noch zwei Söldner, die können sich dann auch gleich diese Westen anziehen, die besseren, und auch die Holster da. Diese Tasche mitnehmen. Ja, ich denke, das passt. Das lasse ich hier für die anderen beiden. Genau, und die kommen jetzt wieder in den Heli. Und dann hätte ich da noch warten können. Vor dem Angriff. Nur zu spät. Jetzt geht's los. Okay. Ja, dann geht's jetzt los. Und der Heli. Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meiner Vogel vor? Der fliegt dann dahin. Der kommt dann vielleicht während des Kampfes zur Unterstützung. Mal gucken. Auf geht's. Ja, bitte. Bitte alle koordinieren. Jetzt wird vielleicht sogar der Heli noch koordiniert. Ich weiß es nicht. Von G12? Ja. Rotten Man hier. Jetzt alle hier? Nee, der Heli ist nicht da. Nee, der ist nicht dabei. Ja, wir räumen das nochmal und gehen eher von oben. Ich sehe nicht... Hier ist Wald, ne? Bisschen mehr verteilen. Da draußen ist was und beobachtet uns. Ach. Mobile Miliz ist auch noch da. Okay. Und die sind auch gleich da von Norden. Ja, was? So. Wir speichern. Erstmal so richtig. 300.000. Alter. So. Der lässt sich erstmal wegmessern. So, Rucksäcke und so, die Nachtsichtgeräte, alles nachladen und die Rucksäcke ablegen, bitte. Haben das jetzt alle getan oder nur der Trupp? Anscheinend alle. Alle.
Carlos. Gut. So, und dann ist Schleichen ist, glaube ich, nicht mehr notwendig. Dann können wir mal... Die werden alle an der Straße sein. Das ist eigentlich immer so. Und dann rennen wir doch mal da runter. Ja. Wird gemacht. Sie. Carlos hat noch kein Nachtsichtgerät. Ja. Juhu. Bin bereit. Toll. Ja. Ja. Okay. Gib Wasser. Okay. Ganz schönes Geklicke hier. Ja. Yep. Okay. Ja. Ja. Aber so ist es eben, wenn man jetzt mit so vielen Söldnern unterwegs ist. Si. Claro. What's up? What's up? Das ist eine Stimme. Ja. Oh, Vince. In Ordnung. Ich sollte lieber nicht so nach vorne preschen. Vielleicht soll ich das Nachtsichtgerät lieber an... Machen wir. Ach, ich kann nicht. Ich kann nicht. Schade. Schade, schade, schade. Aber ich will's an Dimitri Carlos weitergeben. Von Vince. Wo ist denn Carlos? Da. See. Er kann es halt jetzt nicht annehmen. Aber die sind recht nah beieinander. Das werde ich gleich machen. Wow. Gemeiner Typ. Okay. Das war ein Tränengas. Sieht schon ganz gut aus mit Granaten ausgestattet. Anscheinend. Renn mal näher zu Vince und dann ja. Kriegst du. Sieh. Ja. Kriegst du das. So, hier muss irgendwo ein Gegner in der Nähe sein. Ja. Da wollen wir dann in die Richtung. Yep. All right. Gib Wasser. Ja. Ja. Okay. Ja. In Ordnung. Bin bereit. Du hast den Mund verboten. Yep. Deshalb keine Rückmeldung. Sie. What's up? Ja. Ja. Okay. Ja. Gleich ans Speichern denken. Autsch. Ich werde angerufen.
Und den hat's auch umgehauen. Gut, ich gehe mal kurz ans Telefon. Bis gleich. So, und weiter geht's. Pi ist auch live, habe ich gerade gesehen. Der spielt doch schon, bestimmt schon wieder Assassin's Creed Mirage. Okay. Yep. Einfach mal dunkel schießen. Ein Katzen. Dass der nicht so schnell wieder aufsteht. Ja. Da kann man Katzen fangen. Okay. Ja. Hier. Verstanden. Hier gibt es ein paar Unannehmlichkeiten zu bereinigen. Ups! Upsi! Okay, jetzt wird's kritisch. Hier. Warte mal, oder? Geh nochmal aus dem direkten Blickfeld raus. Die Passe. Ich könnte halt versuchen, von hier zu schießen jetzt auf die. Das wird aber nicht gut gelingen. Was ich allerdings machen könnte oder versuchen könnte, wäre diesen Schritt hier vorzunehmen. Ich brauche 35. Wie nah muss ich ran? Mit der leichten muss ich nicht mehr nah ran. Da reicht es, wenn ich... Okay. Hier hinrennen, dann kann ich die Granate in ihre Mitte werfen. Und dann haut es sie um. Sehr schön. Ich habe doch noch einen Grenadier. Wer ist denn noch Grenadier? Ich hätte doch extra noch einen Grenadier gekauft. Und da geben wir jetzt mal noch Gas. Grenadier ist der falsche Begriff. Barry ist ein Granatwerfer. Wo ist Barry? Ja. Barry steht leider weit hinten und hat auch gar nicht so viele Punkte zum Bewegen. Und der muss ja jetzt noch weiter nach vorne. Ach, und sie sind ausgeblendet jetzt.
Ja gut, jetzt. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wo genau die standen, leider. Nee, dann bringt das nichts. Gut, ich habe mal wieder nicht gespeichert, ja. Ne? Wird gemacht. Ja. What's up? Ist cool. Qué pasa? Hier unten okay. Gehen wir auch mal. Oben rum. Sie. Yep. Okay. Okay, du hast eine Gasmaske auf. Noch nicht an Zeit für mich. Die lassen mir nichts mehr übrig. So, die haben sich hingelegt. Ja. 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 Also Granaten sind jetzt auch wieder Quatsch, weil die sind ja schon angezeckt. Kann ich sie auch so besiegen? Vergib mir, ich ja. Raubte dir das Leben. War das Ziel. Eigentlich. What's up? Der wird es jetzt überleben? Muss er natürlich nicht. Ja. Iggy, vielleicht noch einen gezielten Schuss? Das ist erledigt. Genau. Wie viel haben wir denn jetzt noch? Nur noch 4 Gegner. Ach, wir lassen mal ein bisschen Zeit vergehen. Da liegt noch einer. Ja. Okay, sie hatten offensichtlich Gasmasken auf. Von daher kein Problem. Ja. Dann schieß mal hier auf den da. Verdammte Scheiße! Ist nicht schlimm. Ja. Doch geklappt. Ups. Qué pasa? Sorry. Sí. Mierda. Yep. Wohin, wo sie an dem da vorbeischießen kann? Okay. Ja. What's up? Ja. Ja. Bin bereit? Nein, ich möchte nicht mit ihm reden. Ja. In Ordnung. Sí. Bueno. Yeah.
Der hatte wohl keine Gasmaske auf, deswegen ist er auch immer wieder rausgegangen. Ja, das hat er jetzt davon. Depp. Aber der Gegner ist dafür wohl tot, oder? Leuchtet hier nichts mehr? Sieht so aus. Sieh. Claro. ¿Qué pasa? Okay. Yep. Ist jetzt natürlich nicht so risikoarm, da oben lang zu rennen. Ja. Aber es ist auch nicht direkt an der Straße. Ja, schon in Straßennähe. Yep. Ja. Aus dem Licht. Wird gemacht. Fox. Viel Spaß beim Einkaufen. Und danke für die Erfolgswünsche und noch danke für dein Follow. Ja. Dann sehen wir uns ja wahrscheinlich. Mach's gut. Ciao. Oder hören. Na, du hörst mich, ich lese dich. Hier. So. Verstanden. Ja. Bin bereit? Ja. Fox hat eigentlich viel Beweglichkeit. What's up? Aber sie ist halt ein bisschen müde, deswegen kann sie nicht so weit rennen. Ja. Ja. Sí. Está bien. Ja. So, jetzt gibt's Ärger. Ei. Ich muss langsamer machen. Lala, Chris. Le Chris. Mach mal so. Hol mal erstmal Luft. Ja. Und ihr geht am besten mal zur Seite, bevor das hier groß wird. Aber ihn jetzt aber nicht mehr. Schieß trotzdem mal. Ja. Okay. Bin bereit. Fox, du triffst bestimmt. Sag ich ja. Fox trifft immer. Der Soldat zittert vor Angst. What's up? Ja, Ja. Barry muss auf jeden Fall aus dem Lichtkegel raus. Kann auch nochmal schießen. Ach, es gibt noch Hoffnung für mich. Und hat ihn erschossen. Nur noch zwei. Es geht so schnell. Hier. Könnt ihr jetzt was trinken, aber... Ja. Ah, lass die Runde erstmal umgehen, mal gucken, was passiert. Komm, lass ja die Waffe da liegen. Ja. Hier.
Bin bereit. Ich hab gar keinen Platz. What's up? Er halt auch nicht wirklich. Ja. Ich hab's. Dass der noch die Colt Kommando geklaut wird von Chris durch die Milizen. Wir haben noch nicht alle abserviert. Dass mir also keiner unvorsichtig wird. Hier. So, übergib ihn die mal. Ja. Hier. Das sind so dumm, ey. Ja. 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 Du bist auch dumm. So. Ja. Besser. Ja. Okay. Hier liegt was. Verstanden. Feindliche Aktivitäten am Boden. Alles Roger, Cap. Wo wollen Sie nochmal hin? Bin gut angekommen. Bereit für den nächsten Auftrag. Ja, wo seid ihr denn? Oh. Der Arme. Ja. Der Arme, er stirbt schon. Frag mich, wo die jetzt angekommen sind. Weil... Ja. Müsste ja eigentlich noch ein Trupp da sein. Aber ist nicht. So, wirklich... Achso, die stecken noch im Heli. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meiner Vogel vor? Die sollen auch im Heli bleiben, glaube ich. So, okay. Wir machen Folgendes. Eigentlich, der saß ja direkt vor ihm. Also ich brauche einen zur Aufklärung. Okay. Okay, es geht los. So, da ist er. Du rennst jetzt wieder beiseite. Da ist er. Bin bereit? Ja. So, und jetzt... Versuchen wir den einfach da aus dem Rennen zu nehmen, wo er ist. Ja. Ach nein, jetzt ist er wieder weg. Barry ist ja dabei. Das heißt, Barry könnte mal versuchen, hier eine Granate hinzuwerfen. Leichte Minigranate. Vielleicht kann er auch eine schwerere Granate werfen. Kann er tatsächlich. Kann er auch noch ein bisschen näher rennen. Dann werfen wir hier eine Granate hin, wo der Typ stand. Saß. So, dann sollte er ihn jetzt auch nicht direkt erschießen können. Ja. Und mit dem Rest bewegen wir uns jetzt weiter vor. Ja. What's up? Bin bereit. Sie. Ja. Müssen den letzten beiden auch noch holen. Die sollen sich erstmal ausruhen. Kann sich leider das Gewehr auch nicht wieder aufheben. Hier. Oh, ich hoffe sehr, die Milizen klauen das nicht. Geh besser. Okay. Ey. Que pasa? Verdammt. Sí. Wo ist er? Ich hab gerade gespeichert. Sí. Wo bist du?
Zeig dich. Zeigt sich nicht. Auf dem Boden. Yep. Wo, da muss einer sein. Gib Wasser. Ja. Bist du denn des Wahnsinns? Oh, okay. Gut, dass sie mich nicht getroffen haben, aber der ist noch am Leben. Sehr gut. Bin bereit. Fox, mach Aufklärung. Feindberührung. Da ist er. Da ist er. Man kann sie oft schießen. Ja. Der ist ganz gut gepanzert. Yep. Yep. Schade. Jetzt ist er erschöpft. Ja. Wird gemacht. Ja. Okay, dann... Sie. Miguel, ich würde mich freuen, wenn du das erledigst. Warum siehst du ihn nicht? Ach, Miguel, ja, Miguel. Schade, Miguel. Gib Wasser. Die Männer alle tot. So, jetzt schnell aus diesem Modus raus. Denn sonst... Sind die alle noch in Trupp 3 mit rein? Ich weiß nicht. Ich mach's immer in Trupp 4. Stirbt mir meine mobile Miliz. Schnell die... steht ja schon wieder. Nö, dann stirbt er nicht mehr. Gut. Wir können speichern. Und wir können die Rucksäcke wieder aufheben. Ist jetzt gemacht? Ja. Und wir haben ein bisschen Beute. Ein bisschen Beute. Zum Beispiel auch ein Headset. Hatten noch gute Leute ohne Headset? Brain zum Beispiel. Müssen mal die Gasmasken wieder absetzen. So. Vince hat gar nichts. Auch eine Sonnenbrille, aber die hilft ihm halt nicht.
War doch noch jemand mit Gasmaske. Eigentlich, oder? Die schon abgesetzt. Scheint so. So, ansonsten. Das Nachtsichtgerät von Gumpy könnte vielleicht auch ein anderer tatsächlich kämpfender Söldner übernehmen. Sind alle schon versorgt. Aber Gumpy hat ja ein besseres, hat ja ein Zweier. Doch Iggy das nehmen. Kriegt Vince. Und liegt hier ein Galil, das schon verbessert ist. Okay. Die Werkzeugkisten habe ich teilweise aus den Händen genommen. Carlos hatte einen, der braucht aber nicht wirklich eine. Genau. Er hat eine. Definitiv. Zweifel kriegt. Trevor jetzt erstmal zwei. Und vielleicht auch ein anderer. Doch Alex zwei. Ich habe ja noch so viele dabei. Die viel verbrauchen. Ja, noch eine Hose für jemanden dabei. Ach, da lassen sich nicht zwei stapeln. Nee, das geht natürlich dann nicht. Wobei es, wie gesagt, auch für Alex eigentlich besser wäre, wenn sie die Tims-Kombination kriegen würde. Gut, jetzt müssen wir ja erstmal hier ordentlich umsortieren. Denke ich. Spectra Shield. So, das sollte besser sein als... Spectra Shield ist besser. 26, 27, 90% Bedeckung. Spectra Shield ist tatsächlich besser. Gut, haben aber noch nicht alle. Da hat noch jemand eine Tvaron-Hose, die ist definitiv schlechter. Bö. 26, 80. Mich geirrt. Baron ist Ose ist auch besser. Und Spectra Shield. Das ist alles Tvaron und Spectra Shield. So, er hat eine Akku-Kampfhose und die ist schlechter. Ja, und alles andere wäre eh nur schlechter. Also
Lassen wir es so. Würde ich sagen. So, die Kampftasche. Hier und da, tralala. Kevlarhose. Das muss halt alles rübergetragen werden. Hier ist, das ist alles nicht besser als das, was sie anhaben. Zumindest nicht zwingend. Die Feldflasche, irgendwo können wir da eine auffüllen. Beim Mad Dog. Genau. Dann haben wir ein paar Granaten. Haben wir ein paar geworfen. Barry. Zack. Nimmt die wieder auf. Oder nimmt eine Granate wieder auf. Gehen wir einmal durch. Du brauchst eine Waffe. Das ist das Galil. Die haben gar keine guten Sachen gedroppt. Das ist sein Galil einfach. Genau. Also die haben gar kein gutes Gewehr gedroppt. So, was lädt das? Das lädt die Munition. Ja. So, genau. Das ist doch schon mal gut. Haben denn alle ein Messer inzwischen? Vince hat noch keins. Jetzt hat Vince auch eins. Kampftasche ist besser als die Tack. Würde ich sagen. Andererseits wäre Vince auch gut mit Tims ausgestattet, denke ich. Gut, wir laden mal aus, was die mitgebracht haben. Ira doch nicht. Biff. Biff hat nichts mitgebracht. Der hat nur doch hat er. Das Gewehr. Dann Flo. Was hat Flo mitgebracht? Das. Sonst, ja, natürlich, sie haben natürlich diese ganzen Add-ons mitgebracht. Da müssen wir mal gucken, was wir davon dann tatsächlich nutzen. Ich baue das mal alles ab. Und dann schaue ich erstmal. Und alles, was wir nicht brauchen, kriegen sie dann wieder zurück. Das baue ich auch ab. Na komm schon. Mann, wie oft kann man daneben klicken? Also zehnfach, ja. Zehnfach musst du auf jeden Fall dran. Dann Alex. Alex trägt tatsächlich auch nur das. Nur in Anführungszeichen. Nehmen wir mal alles raus wieder. So.
Habe ich bei deinen Pistolen schon geguckt? Nein. Genau, und dann noch Gambi. Ja, Gumpy und Gumpy hat noch diesen coolen Shit dabei. Die coolen Taschen dabei. Yes. Oh, das auch noch. Fernzünder. So, habe ich alles? Sieht so aus. Gut, okay, dann schauen wir mal. Also Tims Ausrüstung. Chris hat eine Tims Ausrüstung. Wer braucht eine Tims Ausrüstung? Auf jeden Fall alle, die wenig Kraft haben. Für die wäre das gut. So, da wäre sie zum Beispiel. Wobei das mit dem Rucksack auch nicht schlecht ist. Weil der Rucksack, der eine Rucksack und dann eben keine Tims, ist, glaube ich, nicht schlecht für Ira und Fox. So, Dimitri wäre auf jeden Fall Kandidat für eine Tims-Ausrüstung vielleicht. Alex vielleicht auch. Auch. Hamus. Vince. Mad Dog. Mentor auf jeden Fall. Ist doch einfach schlecht. Also eine Tims-Tasche und ein Tims-Rucksack. Kann er ordentlich was schleppen. Wer noch? Ja, wir nehmen diese Tackbeutel raus. Die sind halt einfach scheiße. Ja. Also Tasche, Rucksack. Dann. Das Bohrer verfügbar. Da braucht man jemanden mit viel Kraft. Er ist schon gut belastet. Es liegt an dem schweren Gewehr. Deswegen würde ich gar nicht so gerne ja. Ist halt die Frage, braucht er überhaupt die AK? Oder sollte ich dem nicht lieber eine leichte Waffe in eine leichte Zweitwaffe, wobei die AK ist jetzt auch nicht so schwer, dazulegen. Oder gebe ich ihm lieber einen Rucksack und keine Tims-Tasche, aber er braucht halt auch noch Sachen verfügbar.
So, dann haben wir hier, glaube ich, überall Zeitzünder tatsächlich dran. Und das ist ein Fernzünder. Zumindest haben sie alle Zünder da oben. Er hat ja auch was zum Fernzünden. Gut. Wir brauchen noch eine Tims Ausrüstung. Digi. Die hat Kraft. Das Schlechte an der Tims-Tasche oder am Tims-Rucksack ist halt, der hat diese kleinen nicht. Deswegen ist für ihn dieser Melis 3 eigentlich ganz geil. Leider kann er die andere Tasche dann nicht verwenden. Ja. Aber insgesamt hat er auch so mehr Platz. Naja, ich weiß noch nicht so recht. Bin noch nicht so richtig davon überzeugt. Klar, die kann ich auch noch ausstatten. Ja. Er kriegt eine. Er hat halt mehr zu schultern dann, ne? Er braucht sie nicht unbedingt. Jetzt im Moment zumindest. Er ist jetzt bei 115 und wenn er nur den Aruk hat, hat er nur 113. Tatsächlich ein bisschen übertrieben für ihn. Aber gut, er hat immer noch dieses Ding. Die müssen weg, die müssen ausgetauscht werden. Ja, so ist es gut und er kriegt auch noch dieses andere Teil. Falsche Munition.
Genau, kommt noch eine Gürteltasche raus. Die muss er natürlich verfügbar haben. Sehr schön. So soll's sein. Und einen haben wir noch. Da macht es jetzt wahrscheinlich am meisten Sinn, das tatsächlich Biff zu geben, weil Biff hat immer noch so eine Tasche. Und dann haben wir die ganzen komischen Taschen raus und haben viel mehr Platz gewonnen. Kann er auch mal verkaufen. Das kann auch verkauft werden. Yes, und die natürlich alle. Okay, gut. So, dann eben einmal nachladen. Da was verschossen? Nee. Klicker, Klicker. Geht nicht. Geht schon. Ich sehe mir doch nicht, dass es nicht geht. Okay, einmal alles nachgeladen. So, und dann versuche ich mal diese ganzen Add-ons da anzubaumeln. Mal schauen, was geht. Also, das ist auf jeden Fall für Chris. Scharfschützengewehr. Damit er ein richtig gutes hat. Was hat er schon da dran? Alles. Alles dran. Tauschen wir das. Das hat 78 Reichweite, Schaden 40, 45, 150, 88 Genauigkeit, 93 Genauigkeit. Ist natürlich wieder schwerer. Ist aber immer noch drunter am Ende. Ach so, und er hat einen neuen Magazintyp. Er braucht diese Munition halt gar nicht mehr. Damit, aber irgendjemand hatte noch Munition dafür im Inventar. Genau, da ist sie. Fox war es. Danach sollte ich die Augen offen halten, dass er dafür mehr Munition bekommt. Ansonsten haben wir auch ein gutes Gewehr rausgenommen. Wir könnten ihm einen besseren Laserpointer geben. Das ist ein normales Gewehr. Siebenfach Vergrößerung ist bei so einer Colt eigentlich schon übertrieben. Da würde eigentlich eine zweifache ist vielleicht wieder ein bisschen wenig.
man das? Ja, man sieht da keinen Vor- oder Nachteil direkt. Seine Pistole hat schon ein Matchvisier. Gut, also Chris ist schon gut ausgestattet. Dann gehen wir zum nächsten, Trevor. Na, Trevor will ich gar nicht so überausstatten. Ich will lieber die Söldner verbessern, die oder die Söldner weiter verbessern, die ich weiterentwickeln möchte auch einfach. Und da gehört sie definitiv dazu. Die gute Ira. Also die preisgünstigen Söldner. Wobei, so gesehen, eigentlich spielen ja Kosten nicht mehr wirklich eine Rolle. Wer hat dir denn den Schalldämpfer auf dem anderen Gewehr geklaut? Auf der anderen Pistole geklaut? Ja, das wäre jetzt nicht unwichtig, dass auf beiden Pistolen ein Schalldämpfer drauf ist. Bei ihr. Da holen wir mal jemand anderem einen Schalldämpfer von der Pistole. Weil sie schießt halt mit den Dingern fast ausschließlich. Kann ich auch Lasermodule draufklemmen. Dadurch hat sie dann genau, weil sie immer da so viel damit schießt, dann da lohnt sich das dann schon. So, okay. Und wen möchten wir noch hervorragend ausstatten? Dimitri eigentlich. Dimitri soll auf jeden Fall immer besser werden. Zack. Ja, das ist übertrieben, glaube ich, für die Pistole. Dann lieber an sein Scharfschützengewehr noch dran. So, dann Hamus. Weiß nicht. Auf jeden Fall auch Miguel. Passt da nicht ran. Schade. Das geht da halt dran. Ich weiß nicht. Dann
Iggy? Ja, Iggy auch. Iggy auch. Jetzt zweifach. Der geht da dran, dann nutzen wir das doch, würde ich sagen. Jetzt können wir den nicht so häufig verwenden. Gut. Dann Barry und Brain. Auf jeden Fall auch. Der hat schon ein bisschen mehr Reichweite, könnten wir auch noch siebenfach dran machen. Eigentlich auch übertrieben. Ach, wäre gut für den Scharfschützengewehr, falls wir noch irgendwo eins haben ohne. Oder mit einem schlechteren. Nope. Brain? Schade. Schade. So, okay. So, wer ist noch ohne Ticket? Trevor, wie schaut's denn aus bei dir? Zweifach da dran. Yes, machen wir. Matchvisier passt leider nicht. Passt nur auf so wenige Geräte. Auf Colt, M1911, Glock, Heckler und Koch und SIG-Pistolen. Colt, Glock, Heckler und Koch und SIG-Pistolen. Okay. Ja, den Schalldämpfern habe ich quasi großteils abgeschworen. Gehen wir einmal durch. Ist irgendwo, ja, bei ihm schon, aber es passt halt nicht. Hängt von der Tasche ab. Ja, und Chris hat halt schon eine drauf. Schon ein Matchvisier drauf. Tatsächlich nicht die richtigen Pistolen dafür. So, dann diese Schalldämpfer. Habe ich da noch ein Gewehr? Ja. Naja, vom Biff. Ja, vom Biff her nicht unbedingt. Bei den anderen eher, meine ich. Das brauchen könnten. Hamus. So, Hamus hat einen Schalldämpfer auf seinem Gewehr. Gut.
Brain kann noch ein Zweibein brauchen. Und dann sind wir damit auch durch. So, wir können noch ein Zielfernrohr, ein besseres fürs Scharfschützengewehr brauchen. Es würde halt auf die Waffe gehen, aber die hat halt nicht so viel Reichweite. Das hat jetzt schon 50. Wenn wir die da mal drauf machen, dann können wir das 2 ja noch verteilen. Vince kann die das andere Scharfschützengewehr übernehmen. Dann ist er auch gut ausgestattet. Shit. Da habe ich gerade irgendwas überschrieben, oder? Versehentlich. Was hatte der da vorher? Ah ne, die Pistole ist nur runtergewandert. Also, das ist okay. Ein Zweier. Erst einmal das Hauptteam. Ja. Gut. Dann sind alle damit versorgt. Also, die Ruger Mini 14 kann ja vielleicht noch jemand von den schlechteren brauchen. Zum Beispiel. Naja, es ist Quatsch, die M14. Die hat 36 Reichweite, sein, es hat 37 Reichweite. Das kann er also verkaufen. Ja, und das Matchvisier tatsächlich können wir gerade gar nicht verwenden. Schade. Gut, aber dann ist es so. Dann haben wir das alles verteilt. Das brauchen wir nicht. Das alles brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Und wir haben noch jede Menge Werkzeugkoffer übrig, die wir jetzt noch nicht brauchen. Können wir einfach aufteilen und in Rucksäcke stecken, wo Leute eh schon Werkzeugkoffer in Rucksäcken haben. Sind da halt 2. Insofern da angegriffen wird, werden die ja hoffentlich auch abgelegt. Yes. Kann 2 Matchvisiere drauf machen. Wird es noch repariert so. Ja, brauche ich noch so eine Pistole, aber eigentlich ist die ja. Die ist ja nicht so gut, ne? Das ist ja nur eine 11er Reichweite, deswegen. Zusammen mit dem Matchvisier wird sie besser. Pistole. Ja, okay. That's it.
That's it. Ich würde sagen, ich gehe in diesen Sektor mit dem Team. Und mit Trupp 2. Und mit Trupp 3. Und Trupp 4. Ich kann hier noch die ganzen Gegenstände aufsammeln. Hat Alex jetzt eigentlich auch 2 bekommen? Gerade nicht. Okay. Gut. Und die sammeln auf dem Rückweg. Okay. Achso, der Heli ist ja da noch. Ja, der Heli kann zurück. Yeah, Skyrider hier. Ja, was haben Sie mit meinem Vogel vor? Alles Roger, Cap. Zurück. Oh, jetzt sind sogar hier welche. Jetzt gucke ich mal auf meine Uhr. Aber ich muss leider, jetzt ist es 3:30, muss ich leider Schluss machen. Ist doch 3:30, oder? Ja, es ist 3:30. Genau. Muss ich an der Stelle leider beenden. Aber es ist schon 3:30. Die Zeit, die vergeht so schnell. Ich doch die ganze Zeit ausgefüllt. Aber wir haben ja auch viel andere Sachen gequatscht und... aber wir können uns auf jeden Fall fürs nächste Mal... Also, es sei denn, der Trupp rennt weg. Das kann auch passieren. Aber ansonsten können wir uns direkt auf einen Einstiegskampf freuen. Die sind... Ja, genau. Die sind gut ausgestattet worden. Wieder. Also nochmal deutlich geupgradet worden. Und ja. Damit wird es dann weitergehen. Beim nächsten Mal, dass wir direkt einen Kampf gegen einen ziemlich großen Trupp haben. Und wer weiß, vielleicht sind da sogar Elite-Söldner dabei. Eigentlich wollte Jade Runner uns ja den Popo versohlen, aber hat sie bisher nicht gemacht. Und ja, es geht nur in Richtung Alma weiter. Also, ändere ich den Titel nochmal in Richtung Alma oder sowas. Und beim nächsten Mal werde ich dann hier diesen Trupp bekämpfen. Okay. Leute, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich habe schon gespeichert. Nur weil ich so unsicher bin, speichere ich lieber nochmal. Okay. Mach an der Stelle aus. Und schau mal nach einem Raid-Ziel. Thyrawal, vielen Dank. Vielen Dank dir für 42 weitere Bits. Ich habe mich sehr gefreut über auch die beiden neuen Follows und Forks, dass du dabei warst als neuer Zuschauer. Danke auch an die vielen Kommentare, für eure vielen Kommentare.
Und ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende. Wie gesagt, vielleicht sehen wir uns heute Abend nochmal, je nachdem, ob ich dann zu platt bin oder nicht. Tyrawell meinte ja, ich sehe müde aus. Vielleicht kickt das dann auch mehr rein noch. Mal gucken. Ich werde auf jeden Fall mit der Kleinen dann noch ein bisschen Zeit verbringen. Jetzt am Nachmittag, am Abend, wahrscheinlich nur noch am Abend. Tyrawell, ich meinte natürlich auch André, richtig. Ja, schauen wir mal. Vielleicht sehen wir uns heute Abend oder morgen nochmal. Aber jeweils nur am Abend. Wenn dann. Okay, dann schalte ich mal auf den Endscreen. Und schau mal, ob noch jemand online ist oder ob gerade jemand online ist, wo wir rüber raiden können. Wahrscheinlich ja Pi. Oder ist er schon wieder offline gegangen? Vermutlich nicht, ne? Nö, dann raiden wir zu Pi. Ihr seid ja zum Teil vielleicht schon da. Pi spielt Assassin's Creed Mirage. Und der spielt wahrscheinlich auch noch ein bisschen. Der kam ja erst vor einer Stunde oder so online. Ich weiß es nicht. Kann es schlecht einschätzen. Ja, dann wünsche ich euch bei ihm weiterhin viel Spaß. Und ansonsten sehen wir uns demnächst wieder. Macht's gut. Vielen Dank und bis bald.